So, ihr seht mich nicht, aber ihr hört mich hoffentlich. Herzlich willkommen hier wieder mit dem Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Das schwarze Auge. Da seht ihr mich auch. Hallo. Und zwar nicht einfach nur so, sondern wir spielen das nicht mit dem Regelwerk aus Das schwarze Auge, sondern mit einem Alternativregelwerk. Wir haben das Schwarze Auge quasi zu einem Erzählspiel gemacht und spielen das Ganze mit Arcana-Karten. Wer das wissen möchte, wie das genau funktioniert, kann sich ja ein bisschen, ich werde ein bisschen was im Laufe des Streams erzählen dazu. Wir haben das Arcana-Kartensystem halt ein bisschen umgewandelt auf dem Koala-Baum-Discord. Haben einige nette Menschen mit mir zusammen die Interpretations Spielräume für die Karten mit festgelegt. Und ja, es gab schon ein paar DSA Arcana One-Shots hier. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann ist das vielleicht ganz neu für euch. Und ja, ihr kriegt gleich aber auf jeden Fall mit, wie das irgendwie grob funktioniert. Ja, ich spiele aber heute auch nicht alleine. Auch im Erzählspiel ist es immer schön, Mitspielerinnen und Spieler zu haben. Wir haben hier einmal die Feramin, die spielt Kendra. Die ist eine Einbrecherin. Genau. Und wir haben außerdem mit dabei die Feder, die spielt Heligunde. Heligunde ist eine adlige Magierin. So, und dann haben wir noch zwei Herren der Schöpfung. Und der Umdor wird gespielt von Pölle und ist ein Jäger. Man hat Feramin nicht gehört. Oh ja, man hat alle nicht gehört. Oh, Entschuldigung. Jetzt könnten. Jetzt. Ja. Es ist. Ja. Jetzt hört man euch hoffentlich. So, könnt noch mal Hallo sagen, um das mal zu testen. Hallo. Hallo. Weidmanns Heil. So, also falls noch irgendwas ist mit Ton oder so, sofort Bescheid sagen. Ich habe das Ganze hier neu aufgesetzt. Das heißt, es hat noch wahrscheinlich seine Babykrankheiten. So, und last but not least haben wir auch noch den Ossi mit dabei. Der ist vielleicht auch bekannt aus dem letzten DSA Arcana One-Shot. Da hat er einen Schelm gespielt. Heute spielt er eher so was Handfestes, nämlich Bruch, den Schläger. Genau, ob Schienen- oder Nasenbeinbruch macht euch eine Kerbe rein. Ja. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen ja, Verspätung gehabt dadurch, weil ich mit den Spielerinnen und Spielern noch ein bisschen was erzählen musste. Vielleicht hätte ich das irgendwie mit euch zusammen machen können, aber es ist immer besser, wenn man das als Spielerin oder Spieler doppelt hört, damit man es ein bisschen leicht auch im Kopf behalten kann. Denn wir haben noch ein bisschen was zu erledigen, bevor wir das Abenteuer starten können. Falls ihr euch übrigens fragt, warum heute kein Phileasson-Stream ist, das ist quasi ein Ersatz für den Phileasson-Stream. Der ist nicht irgendwie komplett gecancelt, aber heute sind ein paar Spielerinnen und Spieler nicht da. Der Mischka zum Beispiel und auch der Rerion, die beiden können heute nicht. Deswegen haben wir gesagt, bei zwei Leuten, die ausfallen, hilft uns auch die Feramin als Ersatzspielerin nicht. Deswegen machen wir ein Ersatzprogramm. Und weil das Abenteuer, das wir bespielen, die Attentäter ein bisschen länger dauern wird, kann es auch sein, also das werden wir heute nicht durchkriegen, auf keinen Fall. Wir werden noch ein paar extra Sessions machen. So, ja, wir müssen aber, bevor wir in das Abenteuer reingehen, wenn ihr auf dem Nerdpol vielleicht gelesen habt, die Beschreibung des Abenteuers ist sehr kryptisch. Das hat seinen Grund. Wenn ihr das hier heute verfolgt und in Zukunft dann die restlichen Folgen auch schaut, werdet ihr gespoilert von einer der größten Geheimnisse, die es in DSA gibt. In einem Subble-Stream beim Mischka hat das irgendeiner im Chat doch schon mal ausgeplaudert, weil er sagte, irgendwie so nach 20 Jahren DSA muss das doch langsam mal bekannt sein. Aber wie gesagt, Spoilerwarnung. Wenn ihr dieses Abenteuer mitverfolgt, wird euch ein großes Geheimnis genommen, was ihr vielleicht als Spielerin oder Spieler niemals entdecken werdet. Denn dieses Abenteuer befasst sich genau mit diesem Geheimnis. Und ja, lebt auch ein bisschen davon. Das Zweite ist, wir befassen uns hier mit der Adligkeit, mit dem hohen Gesellschaften des Mittelreichs. Das heißt, es ist auch ganz interessant, mal ein bisschen was zu wissen über die aktuellen Geschehnisse und Geschicke des Mittelreichs. Und
Mich irritiert die adlige Magierin. Vielleicht würde ich das gleich nicht mehr irritieren. Mal gucken. Auch Adlige können die Gabe Marders erhalten. Ja. So, wo war ich? Ich wollte euch ein bisschen was erzählen über das Mittelreich und über den Status Quo. Wir spielen nicht in der aktuellen DSA 5 Timeline, sondern wir spielen viel, viel, viel früher. Wir spielen, wenn man nach Bosbarans Fall, wie das momentan in DSA ja üblich ist, zählt, spielen wir im Jahr 1010 nach Bosbarans Fall. Aber für die Heldinnen und Helden dieser Gruppe sagt das Ganze, also Bosbarans Fall danach, zählt kein Bauer. Alle zählen natürlich nach der Thronbesteigung von Kaiser, Gottkaiser Hal. Ja, seiner allergöttlichen Magnifizenz, Kaiser Hal von Gareth. Denn der ist schon seit 17 Jahren auf dem Thron inzwischen. Dem Reich, dem Mittelreich, geht es nach der kriegerischen Zeit von Hals Vater Reto sehr, sehr gut eigentlich. Es sind keine großen Konflikte. Das Reich hält sich größtenteils aus Konflikten heraus. Und versucht halt, nicht wie das Hals Vater noch gemacht hat, überall Eroberungskriege zu führen und sich überall irgendwie mit dem Hintern überall draufzusetzen und zu sagen, meins. Denn das hat Reto so ein bisschen gemacht. Ja, sondern Hale ist da ein bisschen zurückgezogen. Ne? Er hat sich vor gar nicht allzu langer Zeit auch zum Gott ernennen lassen. Und seitdem hat er sich so ein bisschen auch aus diesem adligen Ränkespiel zurückziehen können und macht sich allgemein sehr, sehr rar. Hat man ihm vor ein paar Jahren noch vorgeworfen, er wäre so ein bisschen exzentrisch und würde eher für Wein, Tanz und Gesang zuständig sein als für harte Politik. Kann man ihm das jetzt nicht mehr vorwerfen, denn wer zweifelt schon an einem Gott, auch wenn es ein Nidra-Gott ist. Nicht wahr? Nun, wir müssen ein bisschen was wissen über den guten Kaiser Hal und den Gottkaiser, den Führer dieses Mittelreiches, denn unsere Heldinnen und Helden sind Angehörige, wenn auch Spießgesellen oder Söldlinge, wie könnte man das nennen, also eher so im bezahlten Dienst, nicht in den hohen Rängen, aber in, ja, Schütze-Arsch nennt man es, glaube ich, der kaiserlich-garetischen Informationsagentur, das heißt des Geheimdienstes des Mittelreichs. Und somit, mit geheimen Wissen vielleicht versehen, also ihr vielleicht jetzt noch nicht so viel, aber zumindest jagt ihr momentan eine Verbrecherin, oder zumindest eine Gesuchte, nämlich was habe ich eben gesagt? Wie lang das war? Wie weit das her war? 13 Jahre. Vor 13 Jahren gab es nämlich einen großen, das letzte große, den letzten großen Konflikt des Mittelreichs. Zweite Schlacht gegen die Oger, der zweite Ogerzug. Vor 7 Jahren, Entschuldigung, genau. Ja, danke. Diese Ogerschlacht an der Trollpforte, von denen habt ihr vielleicht in anderen Abenteuern schon mal gehört, die ist sehr, sehr bekannt. Oder bei anderen Streams, die schon mal erwähnt worden. Der finstere Magier Gaius Galotta hat durch ein magisches Ritual durch ein schwarzes Auge begünstigt, mehr als 1000 Oger gegen das Mittelreich aufgehetzt. Und die sind plündernd und mordend durch die Lande gezogen und sind erst an der Trollpforte, also zwischen den Trollzackengebirge und dem Raschtulswall, aufgehalten worden von garetischen Truppen. Da gibt es auch ein Abenteuer zu. Vielleicht spielt das der ein oder andere irgendwann mal. Weil es brauchte Helden, um die ganzen Oger natürlich aufzuhalten. Aber das ist heute nicht wirklich mehr relevant. Ist ja schon eine ganze Ecke her. Aber trotzdem, dass es so lange her ist,
hat man natürlich den Übeltäter Gaius Galotta versucht zu stellen. Und wie wir alle aus dem Stream von Pölle wissen, wurde der gute Galotta von Thordek Hammerhand, einem Zwerg, aufgespürt in seinem üblen Magierturm und getötet. Das heißt, er ist seiner gerechten Strafe nicht entkommen. Und Verbündeten, kann man das so nennen, seine Verbündeten oder Anhängerschaft läuft allerdings noch weit und wild verstreut im Mittelreich und in den angrenzenden Gebieten umher und versucht unterzutauchen oder ist schon untergetaucht. Und eine der Aufgaben von unserer Heldentruppe hier ist es, genau diese finsteren Gestalten, also eine von diesen finsteren Gestalten aufzuspüren, nämlich die gute Turike aus Samlor. Eine Anhängerin dieses Galottas. Was sie genau gemacht hat, wisst ihr gar nicht, aber es reicht auch schon, dass sie Anhängerin von Galotta ist und gejagt werden muss. Man fragt nicht groß nach, die muss einfach ausgeschaltet, gefangen genommen werden. Und so macht man das bei der kaiserlich-garetischen Informationsagentur. Ja. Und vor allen Dingen leise und muss einfach verschwinden, die Gute. So, und die soll also eine Anhängerin dieses komischen Galotta sein, der die letzte große Schlacht über das Mittelreich gebracht hat. Seitdem ist Frieden. Man muss vielleicht noch wissen, dass es nicht ganz friedlich zugeht in Aventurien. Gerade im Süden läuft ein großer Krieg zwischen Al-Anfa und dem Kalifat, wo das Mittelreich sich raushält. Was ein bisschen merkwürdig ist, weil eigentlich sollte man davon ausgehen, dass der Stadtstaat Al-Anfa der Staat Al-Anfa gute Beziehungen hat zum Mittelreich, denn Kaiser Hal ist verheiratet mit einer hohen Adligen aus Al-Anfa, nämlich mit der guten, wie hieß sie noch? Ich habe es aufgeschrieben. Alara Paligan. Im Mittelreich auch, sehr komisch beäugte Südländerin, die allerdings sehr, sehr schön ist und auch den Männern offentlich ganz schöne Augen macht. Mal weniger. Die ist verheiratet mit Kaiser Hal, hat ihm inzwischen auch einen Sohn geschenkt, den Prinzen Briden. Und der ist auch inzwischen schon auf Brautschau. Vor gar nicht allzu langer Zeit gab es dann eine politische Wirre, in dem der böse Answin von Rabenmund, ehemals der Reichskanzler und der Vorsteher der Familie im Mittelreich, die so ziemlich die gewaltigste Power hat, so hat es der Pölle eben im Vorgespräch ausgedrückt, ja. Also eine der einflussreichsten Familien in ganz Mittelreich. Dieser Answin hat versucht, Brin, den Thronerben von Hal, ums Eck zu bringen auf seiner Verlobungsfeier. Ist daran aber gescheitert, wurde festgesetzt und sitzt nun auf seinem Anwesen in Hausarrest. Gleichzeitig passierte in letzter Zeit auch noch ein zweites Attentat, nämlich sollte ein hoher Adliger des Mittelreiches getötet werden von einem Ork namens Zadrak Vassoy. Der ist auch gescheitert mit seinem Attentat, hat allerdings einen hohen militärischen General getötet dabei. Und hat dann trotzdem die Adligenschaft in Aufruhr versetzt, weil es kommt ja nicht jeden Tag vor, dass ein Ork sich irgendwohin einschleicht und versucht, Adlige zu töten. Gleichzeitig ist es im Westen des Mittelreichs, das Mittelreich liegt ja in der Mitte von Aventurien, gibt es Spannungen zwischen zwei Staaten. Wenn ihr ein bisschen DSA-Freak seid, wisst ihr, wer das ist, nämlich Nostrea und Andergast. Die hatten allerdings zu Hals Zeiten mal relativ sowas Ähnliches wie Frieden. In letzter Zeit haben sich die beiden aber wieder in die Haare gekriegt, nämlich der eine von den beiden Stadtstaaten hat ein Bündnis abgeschlossen mit den Orks aus dem Orkland und aufgrund dieses großen Bündnisses, wir haben die Orks auf unserer Seite, sind sie natürlich mal direkt wieder gegen ihren Konkurrenten in den Krieg gezogen, die sich ihrerseits wieder Verbündete gesucht haben und haben sie auch gefunden in der zweiten muskelbepackten Kraft, die es so in der näheren Umgebung zu Nostrien und Andergast gibt. Und das ist nicht das Mittelreich, sondern das sind die Torvaler. Die Torvaler haben sich verbündet
Und nun gibt es halt Nostrion, Andergast plus Torval und das Orkland im Krieg und Streitigkeiten. Da muss man auch dazu sagen, dass die Torvaler generell gerade ziemlich auf Kriegsfuß sind und alles Mögliche erobern, angreifen und vor allen Dingen Walfänger und sonstige Stadtstaaten, die irgendwas mit Walfang zu tun haben, total platt machen. Also die sind gerade sehr kriegslustig, die Torvaler. Und ja, das Mittelreich kann sich aus diesem Konflikt zwischen Nostrien und Andergast aufgrund von politischen Verträgen nicht heraushalten, sondern ist Nostria zur Hilfe geeilt oder muss es tun. Und das heißt, das ist der erste kriegerische Auseinandersetzung seit der ganzen Sache mit den Ogern, das Mittelreich offiziell, weil im Süden dieser Krieg zwischen Al-Anfa und dem Kalifat, da es gibt Gerüchte, dass das Mittelreich da Spione und so und geheimliche Truppen und so auch schickt, aber naja, das sind Gerüchte, die wiederum das Bornland auf der anderen Seite mitbekommen hat und die das gar nicht so gerne sehen, dass das Mittelreich jetzt wieder kriegerisch aktiv wird, weil die sind direkter Nachbar des Mittelreichs und wenn die sich jetzt da in Nostria einmischen und im Süden einmischen, was ist wohl das Nächste? Ins Orkland wollen die wohl nicht ziehen, weil da gibt es ja nichts zu holen, aber im Osten das Bornland, ja? Also politisch angespannte Situation. Eigentlich ist Frieden, aber naja, man weiß es nicht so genau. Das mal grob so als Übersicht, was gerade so politisch und weltgeschichtlich in Aventurien gerade so läuft. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel geplappert. Wir starten die Handlung und unsere Geschichte hier, die Attentäter, mit unserer kleinen Eingreiftruppe von der KGIA in der Mitte des Mittelreichs sozusagen. Ich kann euch mal kurz noch die Karte einblenden. Hier seht ihr die große Kaiserstadt Gareth und im Süden von Gareth seht ihr Eslams Grund. Und zwischen Gareth und Eslams Grund ist Samlor und da in der Nähe ist diese Torike von Samlor also auch beheimatet. Und ja, wie ich schon sagte, die soll heimlich, still und leise aus dem Verkehr gezogen werden. Und es scheint auf einen großen Weltkrieg hinzusteuern, so wie Squali beschreibt. Ja, es könnte. Es werden Dinge passieren. Guckt beim Prölle, wenn ihr da was wissen wollt. So, ja, und außerdem ist unsere kleine Eingreiftruppe unterwegs, um diese Turike von Samlor, aus Samlor, heimlich, still und leise aus dem Verkehr zu ziehen. Die sind auch nicht alleine unterwegs, denn sie haben einen Helden aus der Schlacht an der Trollpforte als Anführer zur Seite gestellt bekommen, den großen, inzwischen mit auch eine Ländereien versehenden und damit auch einem Adelstitel ausgestatteten Brander Beere, der ehemals ein albernischer Söldner war. Und sich an der Trollpforte aber verdient hat und damit halt mit Ländereien und Titel bedacht wurde und jetzt anscheinend für die KGIA arbeitet und euch vorsteht. Ein Bär von einem Mann, breite Schultern, dicke Lederrüstung, gezeichnet von der Schlacht gegen die Oger, indem er halt ein Auge verloren, ein großer Schmiss ging quer über die durch das Gesicht und hat ihm da das Auge gekostet. Und ja, hat ein großes, breites Schwert, das er immer bei sich trägt, was er edel und edel verziert ist. Ja, und allgemein ist er sehr brummig, etwas älter schon, vielleicht auch ein bisschen müde von dem, was ihr da tun müsst. Aber er ist total Feuer und Flamme für seine Arbeit. Und das ist in diesem Fall Torike aus Samlor gefangen setzen oder töten. Tot oder lebendig heißt die Aufgabestellung. Und ihr habt euch zusammen mit eurem Chef quasi, habt zuerst das Anwesen dieser Frau ausspioniert. Sie hat ein kleines Gutshaus in den Ländereien rund um Samlor. Und ihr kriecht quasi gerade auf eine Hügelkuppe und habt euch einen Überblick verschafft über dieses Anwesen, das spärlich beleuchtet jetzt gerade in der Nacht ist. Das Mardermal ist voll und scheint auf euch herab. Das heißt, es gibt relativ gutes Licht, auch ohne Fackeln.
oder sonstige Beleuchtung. Das Haus ist gut zu sehen von dieser Anhöhe aus. Ihr seht einige Wachen, die um das Haus herum patrouillieren. Und hier gehen wir dann in das Spiel herein, denn unsere vier Heldinnen und Helden sind mit ihrem Anführer Branda Beere jetzt kurz vor dem Zugriff. Denn diese Turike soll in dem Haushalt gerade anwesend sein. Vielleicht beginnen wir kurz damit, mal klarzumachen, wer in eurer Truppe für was zuständig ist. Ich meine, bei Ligunde als Magierin kann man sich gerade noch so denken. Aber wie sieht es jetzt gerade so aus in diesem in dieser Aufgabestellung, wenn ihr gerade dieses Haus observiert und kurz vor dem Zugriff seid? Was denkt ihr, was habt ihr irgendwie vor, was eure Charaktere gerade so an Aufgaben, an Kleinaufgaben haben? Vielleicht fangen wir da bei dem Umdurmer an, weil ich denke, als Jäger und möglicherweise Späher ist er, glaube ich, da ganz gut dabei. Genau, also Umdur ist, wie gesagt, Jäger und daher bei solchen Zugriffen die Vorhut, öfter auch mal die Nachhut, kann recht unentdeckt auf Entfernung dieses Anwesen schon einmal ausspähen und wird wahrscheinlich dementsprechend so ein paar Meter vor den anderen sich durchs Gebüsch robben. Umdur selber ist nicht unbedingt eine schöne Erscheinung. Das ist aber nicht schlimm, weil im Optimalfall wird er sowieso nicht gesehen. Bewegt sich recht behende durch das Unterholz. Seine sehnige Statur hilft ihm da sehr. Auch das, was er am Leib trägt, also das meiste ist aus Leder oder Fell, bis auf der grüne Überwurf, der grüne Mantel, den er trägt, mit der Kapuze im Gesicht, um sich in dem Blattwerk ein bisschen besser verstecken zu können. Wir sind ja jetzt gerade im Fex, das heißt, das Gebüsch dürfte gerade knospen. So robbt er sich wahrscheinlich durch durch so ein Gebüsch auf einen Hügel, ne? Also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, dass dieses Anwesen so ein bisschen in so einer Senke liegt und man quasi von dem Hügel gut Einblick erhalten kann, schaut sich das Ganze einmal so an und winkt. Ich würde mal vermuten, dann die gute Kendra zu sich, denn die ist ja auch recht leicht und leisfüßig unterwegs. Genau. Ziemlich auch eher klein und drahtig. Ziemlich zweckmäßig angezogen, also gedeckte Farben, Röcke weggelassen, sonst ist auch eine Hose an, dass sie sich besser bewegen kann. Und nachdem sie diejenige ist, die irgendwelche Türen oder Schlösser, die im Weg stehen, aufmachen wird, ist sie öfters mit Umdur vorne voran unterwegs. Ja, sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht klappen, gibt es dann noch den guten Bruch. Der ist nämlich dann dafür da, eine Tür auch mal gerne einzutreten oder ein Fenster kaputt zu machen, weil den schreckt da ziemlich wenig und für ihn ist eigentlich dieses ganze Vorstürmen und gucken wir mal, wie wir da am besten reinkommen, ist kompletter Völlefanz, einfach rein da, Knüppel raus, tothauen, fertig. Job ist dann. Ja, Bruch hat auch einen besonderen Knüppel für diese Art Aufgabe, nämlich eine große Keule mit so diesen großen Nägeln durchgetrieben. Genau, ganz, ja. Ganz richtig. Ja, bleiben wir bei der adligen Magierin, die jetzt hier gerade so in der Wildnis draußen vielleicht nicht so gerade ihr allerbestes Metier zeigt. Ja, im Gegensatz zu unserer werten Streunerin trage ich Rock. Genau, sagt Kleid, weil es soll erstmal derjenige geboren werden, der mir sagt, dass ich nicht auch in einem Kleid Ärsche versohlen kann, obwohl das nicht mein Fachgebiet ist. Ich halte mich normalerweise zurück, wenn es darum geht, Dinge zu brechen, physisch. Ich bin so diejenige, die im Hintergrund steht und für den Fall, dass Dinge schieflaufen, eingreift. Ich
bin da so ein bisschen so das letzte, der letzte Strohhalm, an dem man dann zieht. Hildigunde Alib von Löwenhaupt ist relativ schmal und auch sehr blass, hat so ganz blassgrüne Augen, kurze schwarze Haare und trägt ebenfalls gedeckte Farben, die Reisekleidung einer Adligen. Sie hat den Schmuck abgelegt, weil das glitzert dann doch vielleicht ein bisschen zu sehr im Mondlicht. Und stützt sich so ein bisschen auf ihren Magierstab, während sie neben unserem Vorgesetzten abwartet, was die Eingreiftruppe so macht. Weil, wie gesagt, das ist nicht so ihr Fachgebiet. Ich versuche aber trotzdem, Sichtlinie auf die jeweiligen Wachen zu haben, auf die unsere Gruppe eventuell trifft, für den Fall, dass was schief geht, um eingreifen zu können. Und warte ansonsten auf das Signal. Ja, dann kann Kendra und Umdor, die weiter vorgeschlichen sind, können halt deutlich sehen, dass dieses Haus halt irgendwie mit ein paar Fackeln halt außen auch beleuchtet sind. Es ist ein ganz kleiner Zaun um dieses Anwesen herumgezogen mit zwei großen Durchlässen, einmal nach Norden und einmal nach Westen. Es patrouillieren so um die 5 Leute immer mal wieder auf diesem Anwesen hin und her. Das Haus selber ist halt beleuchtet, das heißt, man kann Licht in den Fenstern sehen. Man kann mit der ein oder anderen Hilfsmittel, kann man vielleicht sogar in diese Fenster hineinsehen. Im oberen also es ist ein zweistöckiges Haus, im oberen Stockwerk seht ihr in einer Art Arbeitszimmer hinein, wenn ihr ein Fernrohr benutzt. Und könnt dort an einem Tisch sitzend die Zielperson sehen. Durch das Fenster. Moment, also wir sollen die Zielperson töten, ja? Tot oder lebendig. Aber ihr braucht auf jeden Fall, wenn ihr sie tötet, auch einen Beweis dafür, dass ihr sie getötet habt. Natürlich, ne, weil ich muss, ne? Ja. Ansonsten gibt es auf diesem Gelände noch eine große Stallung. Irgendwie, das heißt so ein Gebäude, was ja so eine, was wie eine Scheune ist und eine wirkliche Stallung, die dann daran angelegt ist, wo halt Pferde untergebracht sind. Und zwischen diesen beiden Gebäudetrakten, also zwischen dem Haupthaus und diesem Stallungshäuserpakt, gibt es einen in den Boden eingelassenen Brunnen. Gibt es einen Zugang zu diesem Brunnen? Außerhalb, den man irgendwie so eine Art unterirdischen Gang oder so etwas? Gibt es einen Zugang zu dem Brunnen? Der Brunnen ist halt ein Brunnenschacht, der nach unten führt und hat kein großes labyrinthartiges Katakombenwirrwarr oder so mehr. Zumindest nichts, wovon dem man wüsste. Wenn die Scheune direkt an den Stall anschließt, da drin ist sicher Stroh und Heu und Ähnliches gelagert. Wenn wir das in Brand stecken, dürfte sich ihre ganze Aufmerksamkeit darauf konzentrieren. Guter Plan, meint Branda. Ich kann auch theoretisch einfach den Leuten die Köpfe einschlagen dort unten. Nun, wenn wir da jetzt reinstürmen und alle möglichen Leuten die Köpfe einschlagen, werden Leute, die vielleicht nur in Anstellung sind und daher Unschuldige verletzt oder sogar getötet. Und B, wissen wir nicht genau, wie viele Leute da noch sind. Wenn da das Aufruhr herrscht und man sich gegen Angriffe verteidigen muss, wären wir in der Unterzahl im schlimmsten Falle. Und nun, so sehr ich deine Keule schätze, aber kannst auch nur einen nach dem anderen mit der Keule in den Schädel einschlagen. Ich bin eher dafür, dass wir versuchen, möglichst heimlich da hineinzugelangen. Sollten wir dann wirklich ein buchstäbliches Signalfeuer entzünden? Nun, dies wäre die Ablenkung. Sie müssten sich erstmal damit befassen, das Ding zu löschen, während wir freies Feld für das Haupthaus haben. Keine so schlechte Idee, finde ich. Oder hast du eine bessere? Nicht wirklich, was eine große Anzahl von Menschen ablenken würde.
Wenn wir allerdings eine Art Hintereingang finden, könnten wir uns vielleicht auch ungesehen Zugang verschaffen. Ich mache mir nur Sorgen wegen den Wachen, die dort patrouillieren. Ja, deswegen werden die wohl abgelenkt sein, wenn da die Scheune in Flammen aufgeht. Und du, schaffst du das mit einem Brandpfeil, die in Brand zu stecken? In der Zwischenzeit hat Umdor bereits einen Streifen von seinem Mantel abgerissen, ihn um einen Pfeil gewickelt und ein bisschen Lampenöl getunkt und hält Branda jetzt einfach nur den Pfeil unter die Nase. Prima. Möge der Gott der Jagd deinen Schuss leiten. Am besten, das Feuer wird das Startsignal sein. Wir ziehen uns am besten von diesem Hügel herunter, da hinten in die Büsche, kurz vor dem Zaun. Warten darauf, dass das Feuer ausbricht und die Panik aufbreitet. Dann können wir rein. Umdor, du folgst uns dann am besten. Also ich sichere nicht den Rückzug? Ich weiß, vielleicht brauchen wir deine Kenntnisse da drin noch. Vielleicht umgehst du die ganze Szenerie ein bisschen und stößt später zu uns? Ablenkung oder nicht, Feuerschutz könnte euch helfen. Okay, du hast mich überzeugt. Ich halte den Pfeil so Kendra hin, die wahrscheinlich schon Feuerstein und Zunder in die Hand genommen hat, um ihn anzuzünden. Umdor, schieße niemanden über den Haufen, wenn es nicht sein muss. Durch meine Hand stirbt heute nur eine Person, die sterben muss. Er nickt. Und da kommt so ein Seitenblick Richtung Bruch. Hey, das war das letzte Mal wirklich wichtig. Es ist froh sein, dass ich den Papierkram dafür ausfüllen musste. Bruch rollt nur mit den Augen. Also los. Da hinten die große Wolke, die schiebt sich gleich vor das Mana-Mal, dann wird es dunkel. Das ist unsere Möglichkeit, da runterzukommen. Ja, setzt ihr euch in Bewegung und vielleicht für Hilligunde vielleicht ein bisschen schwierig im Kleid irgendwie da durch die Walachei zu laufen und sich in den Büschen zu verstecken. Es ist nicht ihr erstes Rodeo. Und dann wird es auf jeden Fall irgendwann dazu kommen, dass ihr in Stellung seid und man nur noch darauf wartet, dass Umdor sein Tatwerk verrichtet. Das könnte man natürlich direkt mal den Leuten jetzt zeigen, wie wir das machen mit den Karten, um mal zu ermitteln, wie gut das der gute Umdor denn jetzt irgendwie hinkriegt. Ich dachte, das machen wir nur, wenn das vom Zufall abhängig ist. Machen das hin und wieder so, mal so, mal so. Ganz frei. Alles gut. Ja, so. Dann. Moment. Ja. Geh mal auf den anderen Bildschirm rüber. So, ihr seht jetzt hier eine Karte und daneben einen Beschreibungstext. Der gute Pölle wird gleich eine Karte aufdecken und dann kann er anhand dieser Karte die nächste Szenerie, also das quasi, was er quasi jetzt in Gang setzen möchte, komplett beschreiben. Generell ist das Arcana-Kartensystem ein Erzählspiel, das heißt, die Spielerinnen und Spieler haben sehr viel Erzählrecht, ihr könnt machen, was ihr möchtet. Ihr könnt auch Szenen beschreiben, die der Spielleiter euch nicht vorgibt. Machen wir ja generell in den normalen Rollenspielrunden hier auch so. Das letzte Wort bei Beschreibung hat natürlich der Spielleiter. Wenn irgendwas nicht so ist, wie es sein soll, dann werde ich schon eingreifen, aber generell könnt ihr Dinge auch einfacher zu erfinden, auch wenn ich die nicht vorgegeben habe. So, und die Karten sind das Zufallselement. Es gibt für verschiedene Gottheiten aus Aventurien jeweils eine Karte. Die gibt es in aufrechter und in umgedrehter Reihen vorhanden. In aufrechter Form und in umgedrehter Form.
Und die umgedrehte Form dieser Götter ist natürlich immer etwas negativ behaftet und die aufrechte ist positiv formuliert. Man muss die umgedrehten Karten allerdings nicht negativ interpretieren. Man kann, und es wird auch ja, meistens so gemacht, dass es ein bisschen negativer ist, wenn es eine umgedrehte Karte ist. Außerdem gibt es zusätzlich noch die Karte des 13. Gottes ohne Namen. Das ist quasi der Ultrapatzer, der auch vorkommen kann. Und ja, wenn das heißt, es gibt insgesamt mehr negative Karten als positive Karten im Deck. Aber es anhand der Karten kann dann die jeweilige Aktion beschrieben werden. Das heißt, es macht Sinn, bevor man irgendetwas tut, in dem Fall jetzt, bevor man irgendwie anfängt, Scheunen mit Brandpfeilen zu beschießen, dass man vorher die Karte zieht und dann anhand der Karte die Szenerie dann beschreibt. Dazu gibt es die Möglichkeit, entweder die Karte selbst, ihr Aussehen als Interpretationshilfe zu benutzen, den Gott, der gezogen wird, als Interpretationshilfe zu benutzen. Dann habe ich außerdem noch eine große Beschreibung, für was der Gott steht oder die Göttin steht. Das kann man benutzen, kurz zwei Begrifflichkeiten, für was die stehen. Und wenn einem das immer noch nichts sagt, dann kann man auf kleine Begrifflichkeiten zurückgreifen, die auch was mit dieser Göttlichkeit zu tun haben. Und wenn man das immer noch nicht weiß, was einem, dass es einem weiterhilft für die Aktion, dann können alle zusammen nochmal ins Brainstorming gehen und entscheiden. Genau. Jedes Mal, wenn eine Karte gezogen wird, gibt es wieder das vollständige Deck. Das heißt, es, wenn einmal Karten aus dem Deck raus sind, wie der 13. oder so, dann sind sie beim nächsten Mal ziehen auch wieder drin. So. Der Namenlose ist übrigens immer negativ. Ja, danke, dass nochmal nachgefragt wurde. Das ist die einzige Karte, die wie auch immer negativ ausgelegt werden muss. Die einzige Regel. So, mehr Regeln gibt es auch grob hier nicht. So, und der Umdor zieht jetzt mal eine Karte. Kann sein, dass Roll 20 die gleich ein bisschen... Ja, genau. Aber das geht trotzdem ganz schnell. Dann los in umgedrehter Art. Für Verschlossenheit, Geheimnis, Heimlichkeit, List, Intrige, Verschlagenheit, Macht, Gear, List... Wahn, Illusion, Hochmut, Verblendung, Sinnestäuschung, Einbildung und Irrglaube. Und hier sieht man schon, es ist eine umgedrehte Karte, aber ich glaube, sie passt für die Szenerie jetzt gerade ziemlich gut. Jawohl, weil wir ja genau eine Arglist und Heimlichkeit, quasi eine Sinnestäuschung vorhaben. Also Folgendes wird passieren. Umnor hat seinen Bogen ja schon vor dem Zugriff gespannt, holt ihn deswegen jetzt von der Schulter, streicht einmal über das Holz. Und konzentriert sich kurz, murmelt, Firun, auch diese Jagd gilt dir für meine Hand. Hält Kendra den Pfeil hin, die die Funken darüber entzündet, das Öl fängt Feuer. Langsam und bedächtig richtet sich Umdor auf die Knie, legt den Pfeil auf die Sehne, konzentriert sich und wartet einen Moment ab, wo die Wachen gerade genau alle mit dem Rücken zum Stall stehen und schießt dann den Pfeil wahrscheinlich durch eine offene, ich weiß nicht, was da offener sind, so Luken oder so Läden oder so, dadurch direkt da rein, um das Stroh im Innern zu entzünden. Ja, natürlich braucht es eine Zeit, bis das Feuer irgendwie genug Futter hat, damit alles irgendwie brennt. Die Zeit nutzt ihr, um euch in Stellung zu bringen. Und irgendwann schlägt es dann hohe Flammen aus dem Dach und aus den Fenstern, also aus diesem Belüftungsteil, wo der Umdor auch durchgeschossen hat. Und eine kleine Alarmglocke wird geschlagen und auch die Wachen, die patrouillierenden Wachen, die ihr ja gesehen habt, sind die ersten, die irgendwie anfangen, umherzulaufen und zum Brunnen laufen und Wasser irgendwie versuchen zu holen und so. Das heißt, die sind schon auf jeden Fall schon mal aus dem Weg. Einige sind ins Haus gelaufen, also in das Haupthaus und man hört irgendwie lautes Gerufe. Lautes Pferdewiehern ist außerdem zu vernehmen aus der Scheune. Und
Es ist große, große Aufregung und wenn ihr einen Augenblick wartet, werden dann auch Leute aus dem Haupthaus herauslaufen und sich an so einer Eimerkette beteiligen, die dann nach und nach aufgebaut wird zwischen dem Brunnen und dem, der Scheune. Ja, Brenda Beere dreht sich zu euch um, guckt mit ernstem Blick euch alle nochmal an, sagt Zugriff, geht dann vor. Und wir hinterdrein. Genau, ich sichere, wie gesagt, von hinten ab, bleib dann in dem Versteck und betätige mich als Scharfschütze und versuche, jede Person, die gefährlich nah an meine vier Kameraden kommt, auszuschalten. Ja, kurz vor der Tür haltet ihr ein. Branda dreht sich zu Kendra um und meint, gehst oben über die Estrade rein. Wir gehen unten rein. Nehmen wir sie in die Zange. Ach, Bruch, Hintertür. Alles klar. Illigunde, du und ich hier vorne. Ja. Umdor sichert ab und vielleicht habt ihr auch ein Zeichen ausgemacht, für wenn irgendwas nicht vernünftig läuft oder so, wie Umdor was sieht, was ihr nicht seht. Bruch umrundet das Anwesen, um zur Hintertür zu gelangen und trifft dann auch auf einen ziemlich verdattert aussehenden Söldling oder auf einen stämmigen Mann etwas höheren Alters, der gerade irgendwie aus der Tür herauskommt, als du rein willst. Und den kurz stutzt irgendwie, als er deinen großen Knüppel sieht und ansetzt dazu, Hilfe zu rufen. Oh, okay. Da möchte ich mir nochmal eine Karte ziehen, glaube ich. Augenblick. Okay. Oh ja, die umgedrehte Raya. Ja, sehr schön. Also, der Typ wird nicht mehr lange schreien können, würde ich mal sagen. Das Einzige, was er noch sieht, ist ein furchtbar zufriedenes Grinsen von Bruch in seinem Gesicht und eine Keule, die genau auf seinem Kopf zukommt. Und ihn wahrscheinlich zumindest Knockout macht. Ja, ich interpretiere einfach mal auch ein bisschen mit. Irgendwie die Keule saust auf den Kopf der Wache zu. Und naja, die haben sie ja eben beschrieben, die große, grobschlächtige Keule mit den Nägeln durch. Ich denke, das ist nicht K.O.-Schlagen, was der gute Bruch da macht. Im Gegenteil von den Anweisungen. Es macht ein lautes, flatschendes Geräusch. Man hört Wirbel brechen aufgrund der Wucht und man sieht Blut, was fließt irgendwie. Und Bruch macht auch nach dem ersten Schlag, also er geht doch mal auf Nummer sicher und schlägt noch ein zweites und ein drittes Mal zu. muss ja auch sicher gehen, dass das alles gewirkt hat. Und selbst als der Kerl noch am Boden liegt und du über ihn drüber getreten bist, drehst du dich noch mal um und der zuckt noch so und dann kommt die Keule noch ein viertes Mal, damit auch jetzt wirklich auch alles glatt läuft. Aber er hat nicht geschrien. Er hat irgendwie, das war irgendwie, naja, die Keule war schneller. Ja. Wie sieht das bei Kendra aus, die oben nach oben klettert und durch das Fenster einsteigen muss? Jetzt auch mal mit einer Karte probieren. Naja, Hinterhalt würde ja auch passen in dem Fall. Definitiv. Also ich würde wahrscheinlich erstmal ein bisschen suchen, wo eine geeignete Stelle ist, wo man hochklettern kann. Gut. Und dann da vorsichtig hochklettern. Auf dem Dach entlang laufen, bis ich quasi über dem Fenster bin, was wir gesehen hatten, und mich dann über die Dachringe runter oder über die Kante quasi eine Rolle über die Kante machen, dass ich mit den Füßen zuerst das Fenster reintrete. Das Fenster eintreten und dann quasi im Raum stehen und tada, hier bin ich. Genau. Ja, okay. Gucken wir mal gleich, wie das da weitergeht. Hilligunde und Branda Beere sind durch die Vordertür rein.
Die meisten Leute sind also durch die Hintertür Richtung Scheune unterwegs. Das heißt, ihr trefft jetzt hier erstmal nicht auf irgendwelchen Widerstand. Könnt allerdings irgendwann dann sehr schnell von oben ein splitterndes Geräusch vernehmen und ein wuchtiges von der Hintertür. Heligunde sieht dann irgendwie, dass Branda so eine Augenbraue hochzieht, sie kurz anschaut, kurz mit dem Kopf schüttelt und dann die Treppe hoch eilt. Ich zuck mit den Schultern. Das ist jetzt nicht das erste Mal, auch nicht das zweite oder dritte. Immer dieser Bruch. Das schickt er ihn auch immer alleine los, aber gut. Ja, ich raffe meine Röcke und eile ihm so elegant, wie ich kann, nach. Ja. Auf der oberen Etage angekommen, hört man dieses splitternde Geräusch dann irgendwie aus dem einen Zimmer. Und von daher wisst ihr auch direkt, welches der vielen Zimmer auf diesem Gang halt das Zimmer ist, wo ihr hin müsst. Branda tritt von der anderen Seite halt die Tür ein, das heißt Kendra und Branda stehen quasi sie am Fenster, eher an der Tür, direkt in diesem Studierzimmer. Ihr könnt halt ein relativ geräumiges Studierzimmer sehen mit allerlei Büchern oder Schriftrollen, die an den Wänden irgendwie aufgestapelt sind, mehrere aufgeschlagene Bücher auf einem Tisch, Schreibfedern zum Briefe schreiben, allerdings auch sowas ähnliches wie so eine Liegecouch in der einen Ecke, um sich irgendwie zurückzuziehen. Auch da liegen ein paar Bücher und Schriftrollen drauf, die wahrscheinlich die gute Turike gerade so irgendwie weggeschmissen hat. Und als sie irgendwie überrascht wurde von dem Eindringen von euch und macht nun einen großen, hixenden Schrei, den sie in die Nacht hinaus ruft und erhebt so die Hände und steht dann da. Bin ich schon mitgekommen oder bin ich noch irgendwie... Du solltest ja unten den Eingang sichern, aber du kannst da durchlaufen und auch nach oben gehen, wenn du möchtest, ja. Nachdem da jetzt, glaube ich, keine Gefahr gerade mehr ausgeht, weil da einfach jemand lügt, bin ich, glaube ich, auch mit nach oben gegangen und... Okay. Und ja. Glück's dann... Kannst dann hinter Heligunde im Flur stehen, ja. Genau. Bitte sag mir, dass du den Körper wenigstens in eine schattige Ecke gezogen hast. Habe ich mir gedacht. Dann bald die Körper mit dem was soll das? Was soll das? Im Namen des Kaiserreichs, ihr seid verhaftet. Turike voll aus Samlor. Verhaftet für was? Für was? Für was? Heligunde kann jetzt deutlich sehen, dass steht halt hier so mit den Händen erhoben und dass sie irgendwas irgendwie zwischen den Fingern irgendwie hat. Ja. Also wenn ihr mal so einen Taschenspielertrick irgendwie gesehen habt, man versteckt halt irgendwas an der Hand und irgendwas, was halt den Arm runtergeht, wahrscheinlich einen kleinen Zauberstab oder sowas. Das könnte sein. Ich würde dann mal die Möglichkeit nutzen, da der gute Branda ja gerade ihre volle Aufmerksamkeit auf sich liegen hat, weil er sie anspricht und hinter ihrem Rücken auch noch jemand ist. Das bedeutet, ich bin so etwas ziemlich unauffällig. Gerade würde ich das doch nutzen, um mich mal komplett aus ihrer Wahrnehmung zu löschen, indem ich eine Halluzination wirke, damit ich für sie einfach nicht mehr existiere in diesem Raum und mich frei bewegen kann. Mal gucken. Zufällig wählen, ne? Ja. Oh, ich kann das gar nicht lesen gerade. Koali, du bist mute. Oh, Entschuldigung. Avis, umgedrehte Bedeutung. Stillstand, Ziellosigkeit, Rastlosigkeit, Gebundenheit, Fessel, Unfreiheit, Unentschlossenheit, Unstetigkeit, Abschied, Gefahr, Wegelagerei, Täuschung, Zweifel, Unreife, Freiheitsentzug, Naivität und Loslassen. Ja, wunderbar. Da passt doch der Freiheitsentzug unglaublich gut mit einigen anderen Begriffen, sowas wie Unfreiheit oder Gebundenheit, da ich mit einer Bewegung
und meinem Zauberspruch ihren Geist in meinen Bann zwinge und sie in eine Halluzination schicke und dann einfach schnurstracks auf sie losgehe, ohne dass sie mich halt sieht, dass ihre Augen mich halt nicht fokussieren können und sie umrunde, um mal zu sehen, was sie denn da in der Hand hat, damit ich es mir dann nehmen kann. Mhm. Ja, es ist in der Tat so ein kleiner Zauberstab, den der jetzt in dem Moment irgendwie, sie hatte ich ja, bemerkt dich ja halt auch jetzt überhaupt nicht so, so nach vorne schnellen lässt und es kommt dann ein Blitz, dich find! Und Brandan zieht so die Arme nach vorne, lässt das Schwert fallen, wendet sich so irgendwie geblendet ab und ja, Kendra und Bruch könnten noch reagieren, Heligunde zaubert ja gerade den Geist weg. Fällt Branda um oder ist der? Nee, der macht halt irgendwie so, und hat halt so bei dieser schnellen Bewegung halt das aus einer ungeschickten Handlung heraus das Schwert fallen lassen. Ich würde gerne eine Karte ziehen, glaube ich. Immer gerne. Wieder umgedreht. Marder. Frevel und Verbannung. Albtraum, Freiheit. Auch Freiheitsentzug, Konflikt, Katastrophe, Störung, Aufruhr, Gefahr. Ungehorsam. Das passt einfach viel zu gut. Fehlverhalten. Ja, also ich würd mal sagen, Bruch lässt das ein bisschen kalt und schaut gerade doch so auf seinen Knüppel, denkt sich so, und schmeißt den einfach Richtung der lieben Turike. Ja. An Heligunde vorbei fliegt ein großer, mit Nägeln bewehrter Knüppel direkt auf den Kopf von Turike. Es macht wieder ein lautes, flatschendes Geräusch. Die gute Frau wird zurückgeschmissen, landet fast bei Kendra in den Armen und hat nun eine mit Nägeln besetzte Keule im Kopf stecken. Kann ich sie nicht zusammen beiseite ziehen? Weil ich hätte sie Kannst gerne du versuchen, ja? Mach mal mit einer Karte. Ich würde nämlich gerne versuchen, sie noch zu befragen. Und das geht so schlecht, wenn sie tot ist. Ja. Das geht, glaube ich, schon. Aber da bist du von der falschen Gilde. Traios, aufrecht. Recht und Gerechtigkeit. Ja, Führungsqualität, Stärke und Respekt. Ich packe also diese gute Turike im Nacken, während ich mit der anderen Hand mein Stilett ziehe und ihr die genau hier hinsetze, wo halt die Halsschlagader ist. Womit ich für sie wieder sichtbar werde und plötzlich hinter ihr auftauche, reiße sie zurück und dann gucke ich Bruch an wie so ein Köter und sage einfach nur Sitz. Während ich die gute Frau in einen Stuhl verfrachte und ihr den Zauberstab abnehme, während halt mein Stilett immer noch in ihrem Hals sitzt. Bruch lehnt sich einfach nur in den Türrahmen an und zuckt den Schultern. Hätte halt nichts sagen sollen. Ja, irgendwie Branda irgendwie beholt sich langsam. Ah, ich kann kaum was sehen, verdammte Zauberer. Ah. Ich bin es so leid, dir jedes Mal erklären zu müssen, dass Tote schlecht befragt werden können. Tote können schlecht auch etwas anstellen. Das ist richtig, aber wir wollen doch wissen, wo Galotta ist, nicht wahr? Galotta ist tot. Oh, joch. Also das ist das, was ihr wisst. Getötet von Tor der Kammerhand. Vom Turm geworfen. Mhm. Genau, ich würde, wie gesagt, ich setze sie einfach mal in den Stuhl. Ja. Und würde halt ihr den Stab abnehmen und, keine Ahnung, ich werfe den irgendwo hinten, beziehungsweise ich steck ihn weg, weil ich weiß, dass Zauberer ihre Stäbe rufen kann, deswegen möchte ich ihn gerne bei mir behalten, nur für den Fall, dass sie das kann. Ja. Ja. Und würde mich ihr quasi gegenübersetzen, so. Keine Spielchen mehr. Windet sich so ein bisschen in deinem Griff mit dem Bauch am Hals. Das ist doch unter unserer Würde. Also. Ich gucke mal Richtung Bären. Richtung Bäre oder Bärre. Keine Ahnung. Der hat immer noch so, ich kann immer noch nichts sehen, verdammt. Wenn du erlaubst, da setze ich dahin. Dann würde ich was zum Augen ausspülen, als hätte man mir Pfeffer in die Augen gestreut. Setz dich dahin, ich schaue, dass ich irgendwo Wasser auftreibe. Das wird nicht wirklich helfen. Nun ja.
Wir haben da einige Fragen noch an dich. Jetzt muss ich wieder hier gucken. So eine Karte ziehen? Neuer Zauberer, neue Zauber. Was ganz furchtbar. was kann ich noch mal alles? Wenn ihr eine Karte ziehen wollt, sagt mir Bescheid, damit ich den Screen wechseln kann rechtzeitig. Deswegen, ja. Ja, ich werde auf jeden Fall gleich eine Karte ziehen. Ich würde, glaube ich, versuchen... Dann wechsle ich schon mal. Also unser Ziel ist es, also wir sollten sie finden und wir sollten sie ausschalten oder sollen wir noch Informationen aus der Ausschalten? Das sind ihre Verbündeten. Tot oder lebendig? Gefangen setzen. Ach so. Ja, dann können wir sie ja theoretisch auch einfach einkassieren, ne? Ja. Ja, wie gesagt, ich denke, sie hat eventuell noch Nutzen für die KGIA. Dementsprechend würde ich sie jetzt, glaube ich, paralysieren und dann können wir sie aus dem Fenster werfen, dann tut sie sich nichts, weil dann ist sie ja quasi von die Statue, wie sie ist. Und dann können wir ja auch verschwinden. Ja, zieh mal, ich glaube, das probiere ich mal. Zieh mal die Karte. Oh je. Ich habe ein Geräusch gehört, aber bei mir passiert nichts. Doch, du hast wieder Preios gezogen. Du hast wieder Preios gezogen, ja. Echt? Ja, wunderbar. Gut, dann Magiebann. Dann mache ich Folgendes. Ich piekse ihr so ganz leicht mit der Spitze des Stiletts in den Hals, zeichne ihr quasi eine Rune auf den Hals, so direkt unter dem Halskragen, dass man das nicht sieht, und sie fängt an und sie erstarrt einfach zur Statue. Dann stecke ich das Stilett weg, drehe mich um, wir können sie jetzt mitnehmen. Wir sollten uns beeilen. Da sehe ich auch so. Bruch! Nimm sie! Ja, dann... Gute Arbeit, Herr Legunde. Dann nimmt Bruch sie einfach so über die Schulter und nimmt noch seine Keule auf, nimmt die auch über die Schulter und geht pfeifend wieder aus dem Raum. Kendra, Herr Legunde, untersucht noch mal das Zeugs hier alles. Ich kann immer noch nicht richtig sehen. Irgendwas, auf das wir besonders achten sollen? Alles Mögliche, was irgendwie mit der... ihr magischen Zeugs zu tun hat. Irgendwas. Vielleicht findet ihr was. Irgendwelche Schriftstücke von ihrem Meister oder so. Kann man ja nicht hier so rumlegen lassen. Okay. Dann begeben wir uns wohl auf die Suche. Ich würde ihr die eine Hälfte des Raums überlassen und mir die andere vornehmen. Ich drehe mich dann noch zu Kendra um. Schau vielleicht, ob du eine Art Geheimfach hier irgendwo findest für den Fall, dass du hast da so ein Näschen für. Dann würde ich mir mal dahingehend den Schreibtisch vornehmen und suchen, ob der ein Geheimfach hat. Jo. Okay. Branda sucht auch, obwohl er sich halt irgendwie immer noch nicht richtig schauen kann. Kendra sucht nach einem Geheimfach im Schreibtisch und in der Tat findest du einen doppelten Boden in so einer Schublade im Schreibtisch, in der so eine, ja, so eine Holzkartusche ist, in so einer Holzrolle mit zwei aus Leder bestehenden Abschließecken. Also so, da wird irgendwas drin sein. Sowas hier? Ich würde sagen, wir nehmen es einfach mal mit und schauen es uns draußen an. Gib mal her. Ich glaube, wir sollten langsam hier weg. Sehe ich auch so. Also. Heligunde entdeckt, wenn sie mithilft beim Suchen, tatsächlich einen Brief, in dem beschrieben wird, der kommt aus Brabak, in dem magische Studien beschrieben werden. Unterschrieben ist er mit GG. Good game? Nee. Gaius Galotta. Okay, ein Brief aus Brabak. Was für magische Studien, wenn ich das überfliege? Ja, es geht um Geisterbeschwörungen und sowas, ne? Also ganz böse Sachen. Es sind keine genauen Formeln, aber es ist halt irgendwie so ein Bericht, was man hier alles machen kann und welche faszinierenden Lehrmeister es hier gibt und ja.
Okay. Ja, so ein Schwärmen von der Stadt. Und dann irgendwie sowas, halt die Stellung da, ich komme dann irgendwann, wenn ich hier fertig bin, wieder nach Norden. Ist klar, auch der wird einkassiert. Also dann. Gut, dann verlasst ihr das Gelände, könnt ungesehen entkommen und euch wieder irgendwie zurückziehen zu den Pferden, irgendwie die hinter dem Hügel auf euch warten bei Umdor. Umdor selber hat auch irgendwie keine Nötigkeit gefunden, irgendwelche Leute abzuschießen, weil die sind alle mit Löschen beschäftigt. Und euer kleiner Eingriff ist halt größtenteils ohne andere Seitenverlust Bruch vonstatten gegangen. Ja, Umdor sieht dann, wie Bruch mit dieser Salzsäule von Frau, die irgendwie in so einer komischen Bewegung erstarrt ist, den Hügel hochkommt. Womöglich sehe ich auch, wie diese Frau einen eingedetschten Kopf hat und an seiner Keule Blut. Ja. Dann wird Bruch auch in der Dunkelheit sehen, dass ich ihm mit einer hochgezogenen Augenbraue hinterher gucke. Ist mir so reingerannt. Ja. Die Paralyse hat natürlich verhindert, dass die Frau jetzt großartig ausblutet, wegen der kleinen Wunde, die sie da noch hat. Ja, aber müsste auf jeden Fall irgendwann versorgt werden, wenn sie wieder aus der Paralyse erwacht. Ja. Ja, ihr zieht euch zurück, reitet mit den Pferden so schnell es geht, halt von dem Ort des Geschehens weg, zurück in irgendwie eure kleine Zeltstadt, die ihr euch aufgebaut habt, ein paar Meilen weit entfernt, mitten im Wald, schön versteckt. Umdor hatte das wahrscheinlich ausgekundschaftet, hier wird keiner großartig euch stören. Und ja, ihr macht ein kleines, nicht zu großes, weil dann wäre es auffällig, Feuer an und ja. Und ja, Heligunde kann den Brief nochmal lesen oder so. Und Branda zieht dann dieses, während ihr da sitzt und irgendwie was zu Abend esst, noch mal diese Rolle hervor. Macht die so auf, bricht das Siegel da dran und schaut dann rein, ist auch ein Schriftstück darin und zwar dieses Mal nicht auf Papier geschrieben, sondern auf einem abgedunkelten, Art ledrigen Ding. Zieht das so raus und meint so, oh, nimmt das so zwischen zwei Finger, rollt das so aus. Ah, ich kann immer noch nicht richtig gucken. Unsinn. Rollt es wieder zusammen, packt es wieder rein. Kann ich deuten, was das für ein Leder ist? So aus deiner Erfahrung als Jägerherz müsste es irgendwie so eine Wildschweinhaut, die ja, gefärbt ist wahrscheinlich sein. Also es ist keine Menschenhaut oder sowas Ekliges. Es ist schon, soll nur böse aussehen wahrscheinlich. Ja, was weiß ich auch, was für Material dunkle Magier schreiben. Genau, ja. Wenn es überhaupt Unsinn. Steht nur im Spruch drauf. Darf ich mal sehen? Ah, hier. Ja, nimmst das Ding, kannst es wieder entkorken. Entkorken. Und liest tatsächlich in ziemlich eingetrockneten roten Lettern, die kaum noch zu erkennen, also kaum noch richtig zu erkennen sind, findest du einen Reim. Okay. Scroll. Ene, mene, Abendrot, genau. Bald schon seid ihr alle tot. Du liest, Kaiser Harl ist ein Tyrann, finde und töte den Mann. Äh.
Ihr solltet euch das vielleicht ansehen. Was genau? Ich gebe euch das, dass ihr es lesen könnt. Schaut vielleicht alle irgendwie zusammen drauf. Kaiser Hal ist ein Tyrann, finde und töte den Mann. Das ist jetzt nicht unbedingt die geistreichste Poesie, die ich je gelesen habe. Sag doch Unsinn. Ja, reicht ja nicht. Vielleicht irgendwie sowas wie, keine Ahnung, so ein Handzettel für Aufwiegler oder so. Meinst du nicht, dass die Verpackung dafür ein bisschen aufwendig ist? Für so einen einfachen Handzettel? Keine Ahnung. Soll vielleicht für extravagante Schwarzmagier was hermachen. Ich möchte ja euch nicht in eurem eigenen Metier reinspucken, Leonda, aber könnte das ein Zauberspruch sein? Hey, es ist gereimt, es könnte wirklich ein Zauber sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Zauberspruch ist, aber es könnte durchaus sein, dass es eine versteckte Botschaft enthält, die entweder auf diesem Pergament oder in dieser Verpackung sind. Des Weiteren sollten wir uns fragen, an wen diese Nachricht gerichtet ist, nämlich entweder an unsere gute Tulrike hier oder an den Absender jenes Briefes, den ich gefunden habe, einen gewissen GG aus Brabak, der angekündigt hat, wieder hier hinzukommen, sobald er fertig ist mit was auch immer er tut. GG? Ihr meint doch nicht. Wie alt ist das Schriftstück? Bin ich eine Fälscherin? Keine Ahnung. Ich bin mir manchmal nicht so sicher, was ihr alles könnt. Kendra, kennt ihr euch damit aus? Hat der Brief zu welchem Datum? So ganz banal. In der Tat. Ja, da steht's doch. Hättest du mal sagen können, Helligunde. Ist das ein aktueller Brief oder ein alter Brief? Es ist definitiv aus dem letzten Jahr der Brief. Das heißt relativ aktuell, zumal Galotta ja schon seit einigen Jahren tot sein soll. Nun ja, also die einzige Person mit GG, die mir einfallen würde, weit nicht mehr unter uns. Es sei denn, seine schwarzmagischen Fähigkeiten waren so weit entwickelt, dass er irgendwie es geschafft hat, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen, was ich nicht hoffen möchte. Hat in diesem Brief nicht auch irgendwas von wegen Geisterbeschwörung? Nun ja, was die da im Süden schreiben, das ist ein ganz eigenes Süppchen. Das ist aber definitiv alles über unsere Gehaltsklasse, deswegen interessiert es mich nicht. Das ist ein wahres Wort, mein Lieber. Richtig. Hole jetzt etwas aus meinem Zelt. Wir bringen die da zurück. Nach Eslamsgrund am besten direkt und dann. Ja. Hildigunde, wie lange bleibt die noch so? Nun, kommt drauf an, wie viel Potenzial sie noch hat. Ja, vielleicht sollten wir uns um ihren Kopf kümmern, bevor sie doch noch verblutet. Und wir sollten sie heute Nacht bewachen. Dann sollten wir sie fesseln und knebeln, sobald sie wieder beweglich ist. Ja. Das kann ich übernehmen. Prima, ich passe auf sie auf. Bruch würde wieder aus seinem Zelt rauskommen mit einer einen aus Leder gebundenen Getränkehalter, also so eine Art Weinschlauch und nimmt davon einen Schluck und hält ihn erstmal einfach nur um da hin. Ja, bitte, hast du dir verdient. Nimmt, setzt an.
Wir sollten schnell den Abend nicht zu lange herauszögern. Wir wollen morgen früh aufbrechen, damit wir früh in Eslamsgrund sind und das Ganze abschließen können. Keine Minute mehr mit dieser Zauberin unterwegs sein, als es muss. Ja. Ich würde mir mit Kendra dann mal die Gefangene vornehmen und die ihre Blutrune verwischen, wodurch der Paralys, den ich mit ihrem Blut verbunden habe, aufgelöst wird. Bedeutet, sie kann sich jetzt wieder bewegen, und wenn Kendra sie dann fesselt und knebelt, würde ich mich mal mit einem Balsamsalab unter ihrem Kopf annehmen, damit sie uns nicht doch noch verstirbt auf dem letzten Weg. Ich glaube, ich würde mal kurz eine Karte ziehen. Barley, du bist schon wieder gemutet. Ja. Nandus in aufrechter Form. Rätsel und Erkenntnis. Intelligenz, Bildung, durchdachtes Handeln. Okay. was völlig Neues. eigentlich hatte ja Bruch heute vor, jetzt nach dem Job sich ziemlich die Kante zu geben mit besagtem Weinschlauch. Nur als er dann gehört hat, ja, vielleicht sollten wir die gute Frau da bewachen, grunzt er nur, plöppt das Ding wahrscheinlich wieder ein, bringt es wieder zurück. Und Branda schaut dich an, was tust du da? Ich bringe den Weinschlauch wieder zurück. Was ist dir verdient? Mach mal. Ich pass auf sie auf. Passt schon. Nur morgen früh bist du fit. Das kann ich dann nicht mehr versprechen. Dann halt dich zurück. Oder teile es mit Umdor. Dann habt ihr nur die Hälfte von dem Schlauch. Umdor, wer ist noch was? Am besten teilt ihr es auch noch mit Heligunde und Kendra, da habt ihr nur. Genau, weil Kendra wäre jetzt schon rüber gelaufen. Oder ihr teilt es mit allen. Und hätte den Weinschlauch aus der Hand genommen. Prima, dann trinke ich auch noch was davon und dann können wir alle nicht so viel trinken, dass wir morgen nicht früh aufstehen können. Da geht der Sold vom letzten Auftrag hin. Ich lade dich in dem nächsten Dorf wieder auf ein Glas ein. Okay. Versprochen. Dann. Wenn wir in Eslamsgrund waren, kriegen wir erstmal den Sold für dieses Mal. Wieso stelle ich mir gerade vor, dass das Bruch auf den Schlauch guckt und mit so einem Röntgenblick der Schlauch immer leerer wird, während er den in der Hand hält. Also wie früher in der Schule Kaugummis dabei zu haben. Immer eine gute Idee. Dann macht ihr euch auf jeden Fall über den Schlauch von Bruch her und habt die gute Turike verbunden, geknebelt. Ja, ich bin zurückhaltend. Im Dienst trinke ich tatsächlich nicht. Und dann geht der Tag irgendwann dann auch zu Ende. Und Borons sanfte Träume empfangen euch. Und als ihr am nächsten Morgen erwacht, werdet ihr merkwürdigerweise nicht von Branda geweckt, der euch eigentlich erwecken wollte und früh aufbrechen wollte. Das heißt, ihr habt sogar länger geschlafen, als ihr eigentlich wolltet. Das heißt, die ersten Sonnenstrahlen sind wahrscheinlich schon mindestens eine halbe Stunde her, eine halbe Stundenkerze her, wenn nicht sogar noch länger. Wird Umdor als erstes vielleicht wach von den Geräuschen des Waldes, die ein bisschen irgendwie hochtönen. Ansonsten hat das Zeug, was Bruch euch da gestern ausgeschenkt hat, doch ein bisschen was gebracht. Das heißt, ihr habt keinen Schädel oder so, aber man merkt schon deutlich irgendwie, das waren schon mal das etwas bessere Zeug. Deswegen auch die vielleicht etwas murrige Gefühl morgens zum Aufwachen. Wachen wir alle zusammen auf? Oder? Ich denke, Umdor, habe ich ja gerade beschrieben, wird irgendwie wahrscheinlich als erstes aufwachen. Okay. Wegen Waldmanns Brusche. Irgendwie gewohnt an die Geräusche des Waldes und auch irgendwie darauf getriezt. Und dann vielleicht euch alle, euch anderen dann auch direkt wach machen oder erstmal umgucken, je nachdem, was er machen möchte.
Ja, also erstmal komme ich ja dann aus dem Zelt raus, ne? Ja. Und nachdem Branda uns nicht geweckt hat, schaue ich erstmal nach Branda. Ja, schaust drüber, das Zelt von Branda ist offen. Die Zeltplane ist beiseite geschoben. Auf dem Schemel, also auf diesem improvisierten Schemel, das ist so ein Baumstumpf, den er da hingestellt hatte, sitzt immer noch die Turike, allerdings nach hinten an die Zeltwand gelehnt. Branda liegt mit dem Kopf nach außen dir zugewandt auf dem Boden. Ja, ich gehe auf Branda zu und werde dann versuchen, ihn zu wecken. Regt sich nicht. Dann versuche ich noch ein bisschen fester ihn zu wecken. Regt sich nicht. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich nach Wunden Ausschau halte. Branda hat keine Wunde, die jetzt offensichtlich wäre, zumindest keine neueste, also keine aktuelle Wunde. Sie ist halt nur die Narben von vielen, vielen Schlachten vorher. Du siehst allerdings, dass ein Dolch in der Seite von Turike steckt. Nein, einer von Brandas Dolchen. Kannst du erkennen. Er hatte so ein ganz seltenes Exemplar, man nennt den Ogerfänger. Das ist so ein Dolch, der so eine Klinge ausspaltet, wenn er in das Fleisch von jemandem trifft. Das heißt, das ist halt ein sehr, sehr auffälliges Waffenstück. Ja, und nicht besonders wertgeschätzt von mir. Ich schaue ihn dann nicht nur nach Wunden an, sondern ist er irgendwie erwürgt oder also gibt es irgendwelche körperlichen Merkmale, was mit ihm passiert sein könnte? Dann wecke ich hier die Hunde. Ja, müssen wir schon aufstehen. Ich glaube, Branda und Turika haben sich gegenseitig ermordet. Ich bin sofort da. Setz dich auf. Wirft sich über ihr Schlafgewand, so das Übergewand drüber. Schlüpft in die Stiefel, kommt aus dem Zelt. Ja, in der Zwischenzeit werde ich Kendra und Bruch wach gemacht haben. Was ist denn los? Lass mich schlafen. Ich halte mich damit gar nicht auf. Ich mache ihn nur wach und gehe dann wieder raus. Bin hier nicht zum Diskutieren. Wollt ihr uns Branda nicht wecken? Ich habe keine Ahnung. Komm raus, dann erkläre ich es euch. Ja, ja. Ich würde mal, glaube ich, ein Odem wirken, um zu sehen, ob sie da irgendwas mit zu tun hat oder irgendwer anders. Mhm. Wie sieht das aus, wenn Heligunde ein Odem wirkt? Sie zieht so einen kleinen Diamanten aus einer ihrer Taschen, hat den auf der Handfläche und wird sich dann gegen die Stirn tippen auf den Diamant und dann scheint sie irgendwas in den Raum zu werfen, wodurch dann für sie sichtbar wird, ob Magie gewirkt wurde oder nicht. Ja. Ein Zauber liegt direkt auffällig auf, also die Reste des Zaubers sind noch sichtlich deutlich erkennbar auf Branda Beere. Du kannst die Matrix eines Fulminictus erkennen, eines Zaubers, der ja innere Verletzungen hervorruft und Den kenne ich. Genau. wenn er stark genug ist, halt zum Hirntod von Opfer halt führen kann. Ja. Wenn du dich umsiehst, siehst du allerdings auch einen ähnlich starken Zauber, der auf Kendra, Umdur und Bruch liegt, den du allerdings nicht zu deuten scheinst, also nicht zu deuten weißt. Okay.
Ich würde mal so meine eigene Hand vor meine Augen halten. Kann ich den ähnlichen Zauber auch auf mir erkennen? Ja. Liegt der Zauber auch auf Tulrike? Nein. Okay. Ja, dann werden die anderen sehen, wie ich mich quasi mit dem Diamanten auf der Hand einmal im Kreis drehe, jedem von euch einen langen Blick zuwerfe, dann mich selber betrachte, dann wieder zu den Leichen rüber gucke und dann gibt es ein... Magst du uns erleuchten? Ich fürchte, das wird mir ein wenig schwerfallen, aber so wie es aussieht, scheint der gute Branda hier von unserer ehemaligen Gefangenen getötet worden zu sein, indem sie ihm vermutlich wiederholt geistigen Schaden zugefügt hat. Und wir sind verzaubert. Es? Meinst du damit, wir sind verzaubert? Es liegt ein Zauber auf uns. Es ist derselbe, aber ich kann nicht sagen, was. Also ist die unbekannt. Wie auf Branda? Oder? Reste von dem Zauber findest du auch bei Branda, ja. Aber da der tot ist, da flüchtigt er sich. Wo ist die Lederrolle? Die hatte Branda bei seinen Sachen. Liegt da noch im Zelt irgendwo. Ja, ich wiederhole das Spiel nochmal bei der Lederrolle. Ja, auch auf der Rolle liegt ein Zauber. Ist es der Zauber, den ich schon mal gesehen habe? Es ist nicht derselbe, der auf euch liegt, aber es ist halt wahrscheinlich irgendwie der Auslöser dafür könnte das sein, ja. Dann komme ich mit der Lederrolle raus und ich vermute, das liegt daran, das ist schuld daran. Ich habe gestern gesagt, das könnte ein Zauber sein. Nun, es ist kein Zauber, aber es liegt ein Zauber darauf. Müssen wir jetzt Korinthen kacken? Nun, das ist durchaus wichtig, wenn man sich mit magischen Angelegenheiten befasst. Die Details. Magier, alle dieselben. Krummelt einfach nur was von sich hin und fängt an, seine Lederrüstung anzuziehen. Wir sollten das Lager schnell abbrechen und unseren Auftrag noch erledigen. Und Bescheid geben, was passiert ist. Ich würde sagen, wir verscharen Branda hier und markieren die Stelle, damit er später gefunden werden kann und nehmen nur eine Leiche mit. Das wird schon schwierig genug. Nee, wir werden die beide mitnehmen. Wir haben doch jetzt ein Pferd übrig. Ja. Wir können ihn nicht hier lassen. Auf gar keinen Fall lasse ich unseren verzauberten Hauptmann einfach hier ohne vernünftiges Grab und ohne Bohrensägen liegen. Und ein richtiges Grab auszuheben würde Zeit dauern, die wir nicht haben, in Anbetracht dessen, was passiert ist. Was von Totenehre gehört. Nun, wie gesagt, es wird schon schwierig genug, mit einer Leiche durch die Lande zu reisen. Mit zwei wird es bedeutend schwieriger. Islams Grund ist 1,5 Tagesreisen weg. Das ist mir ziemlich egal. Ich werde hier nicht meinen Hauptmann irgendwo verschachern, damit man ihn wieder ausgraben kann. Und wenn ich ihn auf den Schultern trage, wir lassen ihn nicht hier. Und du merkst, wie ernst Bruchs Miene plötzlich wird. Und er wirklich ziemlich sauer dreinblickt. Passt auf. Wir wickeln ihn in seinen Umhang. Ich gebe meinen Umhang her für Tulrike. Und wenn uns jemand fragt, dann sagen wir einfach, es sind Verwandte von uns, die gestorben sind, die wir wieder nach Hause bringen. Wenn uns jemand Offizielles fragt, haben wir einen Ring. Ich bin überstimmt. Nun beginne ich mein Zeug abzubrechen. Ich behalte aber mal die Lederrolle bei mir. Ja, und den Brief. Ja.
Wenn du die Lederrolle jetzt nochmal anschaust, irgendwie merkst du, dass die anfängt, also dass er sie, als er sie gestern rausgezogen habt, ja, da wirkte die noch halt also komplett intakt, das Leder. Du siehst jetzt irgendwie schon leichte Verwitterungsanzeichen auf dem Leder. Also, dass ob das anfängt, sich zu zersetzen. Okay, wenn ich mal rechnerisch überschlage, wie viel Zeit von gestern nach heute übergangen ist, würde ich das mal so notieren, damit ich spätestens ab morgen eine Prognose darüber erstellen kann, ab wann das Ding komplett verschwunden ist. Ja, also wenn du es so ein bisschen überschlägst im Kopf, denke ich, dass es irgendwie keinen Tag dauern wird, bis das Ding ganz zerfällt. Das ist schlecht. Diese Nachricht wird sich selber zerstören. Ich vermute eher, dass das, was auf uns liegt, damit permanent wird. Das Problem ist, ich habe nichts, was das verhindern könnte. Deswegen gibt es keinen Grund, die anderen damit zu beunruhigen. Und ich behalte das für mich. Okay, dann brecht ihr auf. Mit zu Pferde Richtung Eslamsgrund, Richtung Süden. Und reitet die gut gebauten Reichsstraßen entlang vielleicht, weil es da schneller geht. Ich kann auch mal kurz die Arbeitspfade für euch einblenden, euch Zuschauer. Ihr befindet euch jetzt gerade ja in der Nähe von Samlor und wollt nach Eslamsgrund, das heißt irgendwie, ihr könnt auf den Straßen oder querfeldein durch das Gebirge. Auf der Straße wird es wahrscheinlich schneller gehen als durch das umwegsame Gelände des Gebirges, deswegen werdet ihr auf der Straße wahrscheinlich unterwegs sein, oder? Genau. Ja. Das heißt, ihr müsst erstmal ein bisschen Richtung Norden. Das Stück kriegt ihr relativ zügig überbrückt. Und dann folgt diese große Abzweigung mit dem kleinen Dorf dort, wo es gen Norden nach Gareth und so Südosten Richtung Eslamsgrund geht. Und hier wird dann. Ja, in welcher Reihenfolge reitet ihr die Straße entlang? Buch ist ganz hinten, bilde sie nach, gut. Ja, dann wird Umdorf vorreiten. Ja, ganz, also ihr zieht diesem Dorf vorbei. Lasst euch nicht groß irgendwie auf die dörflichen Gegebenheiten irgendwie ein, weil ihr habt ja auch zwei Leichen, die ihr transportiert. Reitet die Straße entlang, vielleicht auch ein bisschen Gedanken verloren. Und es dauert vielleicht so 20 Minuten oder so. Da fällt euch allen erst auf, dass Umdor, der vorreitet, die falsche Abzweigung genommen hat, was total untypisch ist für Umdor. Und Umdor findet halt immer den Weg. Den richtigen, aber der ist halt nicht Richtung Südosten abgebogen, sondern Richtung Norden. Und euch ist es auch allen erstmal nicht aufgefallen. Ihr seid ihm einfach hinterhergeritten, anscheinend. Umdor fällt das sich selber auch auf, irgendwie, dass er. Moment, sind wir hier eigentlich richtig? Umdor? Schalt's von hinten, ganz hinten. Ja. Ich mag mich täuschen, aber ich glaube, wir sind hier falsch. Ist mir auch schon aufgefallen. Mir schon seit 20 Jahren nicht mehr passiert. Dann sollten wir jetzt wenden und Richtung Süden reiten. Ja. Ihr wendet euch, ihr kommt wieder durch das Dorf durch, geht dann auf die Straße Richtung Süden. Als ihr so auf halbem Wege seid zwischen der großen Reichsstraße, die ganz Richtung Süden führt und halt einem kleinen Dorf, zieht ein Unwetter über euch her. Also es fängt an zu regnen, es wird ein bisschen ungemütlich, müsst so die Kragen aufstellen, Kapuzen überziehen, irgendwie
dass der Weg ist zwar ausgebaut, wird aber trotzdem ein bisschen unwegen. Die Steine der Straße sind so ein bisschen uneben. Die Pferde scheuen das ein oder andere Mal. Ihr kommt wesentlich langsamer voran in diesem, weil dann auch ein bisschen Wind anfängt zu wehen, als ihr das gedacht habt. Und an der Straßeneinmündung auf die große Straße kommt ihr dann irgendwann viel später, als es eigentlich geplant war, wolltet ihr eigentlich Mittagspause machen, irgendwie so eine Mittagsrast und dann nochmal ein bisschen weiter Richtung Eslamsgrund, aber jetzt habt ihr den ganzen Tag dafür gebraucht, auf diesem kleinen Teilstück wegen diesem Unwetter, um bis jetzt hierher zu kommen, und seid froh, dass ihr halt irgendwie einkehren könnt in dem kleinen Weiler und euch an das wärmende Feuer setzen könnt. Die Pferde und euer Hab und Gut kann man da gut in so einer Stallung unterstellen. Und ja. Aber es ist halt irgendwie ein anstrengender Ritt gewesen. Ist in dieser Stallung auch gesichert, dass die beiden Leichen nicht irgendwie entdeckt bzw. entwendet werden können? Dafür sorge ich. Okay. Also statt einem Zimmer für mich mieten wir eine extra Box und da bringe ich mich mit den beiden unter. Alles klar. Ja, soll kein Problem sein. Ihr merkt auch so irgendwie an eurem... Bist du dir sicher, dass du mit den beiden allein bleiben möchtest? Klar. Wieso nicht? Ich weiß nicht. Du willst sicher nicht die ganze Nacht wach bleiben und ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, neben den beiden zu schlafen. Der Zauber? Welcher Zauber genau? Der auf uns liegt? Ja. Nicht, dass da irgendwie noch komische Dinge passieren. Neben Leichen schlafen, ist es nicht ein bisschen gruselig, wenn keiner auf dich aufpasst? Wieso, sie sind doch tot. Ich finde das unheimlich. Also ich persönlich finde, das ist ein Boron-gefälliges Werk, auf Leichen aufzupassen. Von daher, wenn Boron meinen Schlaf segnet... Wenn ihr euch damit besser fühlt, du kannst nicht aufpassen, wenn du schläfst. Wenn ihr euch damit besser fühlt, gehe ich auch in die Box. Dann sind zwei da, da kann nichts passieren, fertig. Wollt ihr auch dazu kommen? Dann sparen wir das Geld für die Zimmer. Der Stall ist trocken, warum nicht? Also ich würde ein Zimmer bevorzugen, wenn ich ehrlich bin. Warum war mir das klar? Verdreht die Augen. Ist halt die hochgelehrte Dame. Aber von mir aus könnt ihr gerne hier im Stall übernachten. Ich werde mir, wie gesagt, ein Zimmer nehmen. Nach den Strapazen dieser Reise werdet ihr dann da, wo ihr dann auch immer schlafen wollt, irgendwie euch ein Lager bereiten und relativ zügig halt einschlafen. Wer macht jetzt die Wachen in abwechselnder Reihenfolge oder macht es einer? Ja, abwechselnd, ne? Oh. Dann schläft ja einer die ganze Nacht nicht. Okay. Das sind ja drei, dann würde ich das durch drei teilen, denke ich mal. Gut, das heißt, Heligunde wird wahrscheinlich durchschlafen können. Heligunde träumt diese Nacht auffällig. Und zwar hast du folgenden Traum. Du träumst, dass du einkaufen gehst auf einem Markt. Und in einer Seitengasse, in einem zwielichtigen Stand, der so ein bisschen so aussieht, als hätte er schon bessere Zeiten gesehen, das Dach ist so halb verfault und die Standstützen dieses Standes sehen sehr wackelig aus. Und der Mann, der da seine Ware feile bietet, hat so einen Umhang an, durch den sein Gesicht halt irgendwie in einen tiefen Schatten gehüllt wird. Aber du fühlst dich relativ sicher hier, schaust dich noch einmal rechts und links um. Das Treiben in dieser Gasse ist relativ übersichtlich.
Du bist etwas weiter ab vom üblichen Trubel des Marktplatzes. Näherst dich dann diesem Stand und in flüsterndem Ton feilschst du mit dem Verkäufer und erwirbst einen langen, schmalen Dolch. Dabei hast du das Gefühl, dass dich an diesem Dolch ja besonders interessiert, dass du ihn gut unter deinem Magiergewand verstecken kannst. Oder vielleicht am besten in den Stiefel stecken kannst, damit du ihn dort verbergen kannst. Du wachst dann am nächsten Morgen mit diesem komischen Gefühl des ich verstecke etwas und es ist eine Mordwaffe. Wachst du morgens mit lautem und dir fast bis zum Hals schlagendem Herzschlag und in Schweiß gebadet auf. Und auch die anderen träumen, jeder für sich. Kendra träumt, dass sie durch ein riesiges Schloss geht. Ein prächtiges Schloss. Viele Leute kommen dir entgegen mit prunkvoller Kleidung. Dann öffnet sich neben dir eine Tür. Und etwas Unerwartetes geschieht, denn ein mit goldigem Fell bewachsener Fuchs tritt aus der Tür auf den Gang, auf dem du stehst, und wendet sein Gesicht dir zu. Tappst dann auf seinen fuchsigen Füßchen in deine Richtung, schaut dich neugierig und freundlich an, und du blickst zurück, dieses Tier, dieses majestätische Tier, das den Gott Fex sehr nahe steht. Ihr lächelt euch beide an und dann zückst du einen langen, schmalen Dolch und treibst ihn dem arglosen Tier tief durch die Schulterblätter und wachst mit lautem Schrei und in Schweiß gebadet auf. Ja. Was los? Ich habe wirres Zeug geträumt. Alles gut. Puh. Passiert das öfter? Jeder träumt mal komische Sachen, oder? Also, ich bin noch nie schreiend aus dem Traum aufgewacht. Vielleicht war bisher noch nie jemand da, der dich dabei gehört hat. Ja, auch möglich. Was hast du geträumt? Ich war in irgendeinem großen Schloss, Palast. Und dann kam auf einmal durch eine Tür ein goldener Fuchs auf mich zu und ich habe ihn erstochen. Beschwert ihr euch, wenn ich jemand eine Keule ins Gesicht haue? Ich töte wenigstens keine Tiere. Naja, ich habe schon mindestens 100 Füchse erstochen. Oder erschossen. Oder was auch immer. Aber noch nie einen goldenen. Es war seltsam. Kannst du schlafen? Oder willst du lieber die Wache halten? Ich glaube, ich nehme die Wache. Gut, dann lege ich mich jetzt auch aufs Ohr. Quali, du bist wieder mute. Umdor träumt, wo er doch noch nie mit einem Schrei aus dem Schlaf gestiegen ist. Umdor, du träumst, du schleichst durch den Wald. Es ist genau dein Metier. Vielleicht so ein bisschen die Umgebung deiner Wahlheimat, die du ja verlassen musstest. Durch widere Umstände. Vielleicht erzählt uns Umdor ja nochmal davon. Aber für die Zeit, das ist dein Gebiet, das du gut kennst, schleichst, bist auf der Jagd. Und es scheint dir lebenswichtig aus irgendeinem Grund, dass niemand der anderen Jäger, die hier sind, es merkwürdig ist, weil dieses Gebiet ist verlassen.
dass niemand der anderen Jäger auf dich aufmerksam wird. Vielleicht befindet ihr euch in einer Wettbewerb oder so etwas. Könnte gut funktionieren. Vielleicht eine Treibjagd oder so. Auf jeden Fall schleichst du voran von einem Busch, einem Baum zum nächsten. Und dann erschließt es sich dir. In deiner Gesellschaft befindet sich eine weitere Gestalt. Du hast sie bis jetzt noch nicht beachtet, aber sie ist da. Eine große Gestalt mit langen blonden Haaren. Und du hast ein respektvolles Lächeln für diese Gestalt über, weil sie schafft es, mit dir zusammen zwischen den Büschen umherzuschleichen und selbst die gewagtesten Manöver mitzumachen. Die Gestalt, deren Gesicht du ja doch nicht so wahrzunehmen vermagst, zieht dich unwiderstehlich an, aus irgendeinem Grunde. Und du ertappst dich dabei, dass du die Gestalt vorlaufen lässt. Sie läuft auf eine weite Fläche und du bleibst hinter dem Baum stehen. Schaust nach den langen blonden Haaren und dann siehst du nach unten und erkennst den Dolch, den du gezogen hast, als du auf die Lichtung trittst, hinter die Gestalt her und wachst auf mit schlagendem Herzen und in Schweißgebadet. Ich schreie auch, das habe ich gerade nicht verstanden. Weiß ich nicht, ob du schreist, aufgrund dieser Beschreibung weiß ich nicht. Auf jeden Fall klopfendes Herz und in Schweißgebadet. Okay, dann so. Nicht schreiend, ja. Es war ja auch nicht so schlimm, wie das mit dem Fuchs. Ja. Kommandor? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Ich glaube, ich nehme das mit dem Bohr und Segen zurück. Nun, aber zuerst über mich lächeln. Klar. Wie lange habe ich geschlafen? Ja, die nächste Wache ist auf jeden Fall schon dran. Ich glaube, dann bin ich jetzt dran. Ich habe übrigens geträumt, dass ich hinterrücks mich mit einem Dolch an jemanden mit langen, blonden Haaren heranschleiche. Jemand mit blonden Haaren? Heligunde. Weiß gar nicht, hat Heligunde blonde Haare? Die hat schwarze Haare. Schwarze Haare, ja. Bruch vielleicht. Und kurze schwarze Haare. Man weiß nicht so richtig, welche Haare Bruch hat. Bruch hat gar keine Haare. Ja, eben. Man weiß es nicht. Vielleicht sind sie irgendwann mal blond gewesen. Gut. Wenn was ist, weck mich. Oder weck uns. Ja. Mach ich. Ja. Bleibt noch Bruch, der träumt ja auch. Bruch träumt, dass er hinter einem Vorhang steht, mit einem Dolch in der Faust. Nichts Ungewöhnliches für Bruch. Du beobachtest einen Ballsaal, in dem viele Kerzen brennen, hell und zwar so hell, dass du fast schon blinzeln musst. Gar nicht fern von dir, auf einem Stuhl, sitzt eine blonde Gestalt und wendet dir den Rücken zu. Du stellst dir vor, dass du sie mit 2-3 Sprüngen erreichen und ihr den Dolch in den Rücken stoßen kannst. Ganz einfach, hier und jetzt. Es würde keine große Mühe machen. Und mit dem Gefühl des Blutdurstes in dir machst du mit lautem klopfenden Herzen und schweißgebadet auf. Ich glaube, da ziehe ich tatsächlich meine Karte. Ja, Moment. Unabhängig davon wird Umdor übrigens dich die ganze Zeit anstarren und so auf seinen Bogen gestützt, Bitte? Die Augenbraue hochziehen und warten, dass du wach wirst.
Vielleicht haben wir drei Leichen. Warte, passt ja super. Also Bro, im Gegensatz zu den anderen beiden, wacht Bruch. Oh ja, Raya hat er gezogen. Ja. Wacht Bruch mit dem riesen Grinsen im Gesicht auf. Schaut sich so um. Guten Morgen. Habt ihr gut geschlafen? Ich glaube, ich hatte den besten Traum, den ich seit Jahren hatte. Okay. Was denn? Was hast du geträumt? Ja, also ich war hinter dem Vorhang und hatte eine Dolch in der Hand. Das ist irgendwie ganz, ganz abnormal. Sonst habe ich ja meine Keule dabei. Und ich war ziemlich nah dran, jemanden mit blonden Haaren ganz schnell und ohne, dass mich jemand sieht, abzuboxen. Was schaust du mich so skeptisch an? Ich habe was ganz Ähnliches geträumt. Okay. Zufall. Klar. Ich weck da mal Kendra. Überraschung, um dort. Ach, Bruch hat auch was geträumt. Lass mich raten. Auch von irgendeinem Blonden? Und von Dolch und. Wir müssen sie loswerden. Ganz schnell. Warum? Wenn wir drei ähnliche Träume hatten. Ich weiß ja nicht, was eure Herrlichkeit, ob sie auch was geträumt hat. Wir können sie ja fragen. Aber hier geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Komm. Eure Herrlichkeit hat wahrscheinlich davon geträumt, dass ihr in irgendeinem Ballsaal mit einem hübschen Prinzen tanzt. Grunzt. Wenn der Prinz blond war und sie auf einmal ein Dolch in der Hand hatte, dann mache ich mir ernsthaft Sorgen. Aber nicht ihr Stil. Sie würde ihm befehlen, sich selbst zu ermorden. Ja, eindeutig. Das Problem ist, sie wird es dann auch noch tun. Also er. Also du weißt, was ich meine. Kann sie Dolche fliegen lassen? Ich habe keine Ahnung, was diese Hexe noch kann, aber ich möchte es doch gar nicht wissen. Umdor setzt zu einem klugscheißerischen Kommentar an und lässt es dann einfach über. Ich glaube, wir sollten wirklich aufbrechen, sobald es hell wird. Ich möchte diese verfluchte Schriftrolle und sie da schnell abgeben und mich dann betrinken, glaube ich. Bin ich dabei. Wenn ihr schnell vorankommt, würdet ihr eine Tagesreise bis Eslamsgrund noch brauchen, mindestens. Ja, dann sind wir heute Abend da, ne? Sehr gut, dann können wir uns heute Abend in Eslamsgrund auf Bruchskosten betrinken. Moment, die letzte Runde ging auf mich, jetzt seid ihr dran. Dann einigen wir uns jetzt darauf, dass Heligunde bezahlt. Das finde ich gut. Ja, am nächsten Morgen könnt ihr euch noch versorgen für den Tag und aufbrechen. Es ist immer noch ein Sauwetter. Noch was? Ja. Wie gesagt, ich brauche mal ein bisschen. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ich probiere es einfach mal aus, weil warum nicht? Wir haben ja diesen Schriftrollenkasten, auf dem der Zauber lag, richtig? Ja, auf der Schriftrolle lag der Zauber, ja. Okay, von der Schriftrolle ist da noch was von übrig? So ein kleines Stück? Die ist aber schon sehr brüchig inzwischen. Das ist vollkommen in Ordnung. Solange sie noch da ist, reicht mir das. Dann würde ich nämlich mal einen Kohlestift rausnehmen und
in dem Tisch, auf dem Tisch in meiner Kammer anfangen, einen Kreis aufzuzeichnen und Runen, dies, das, Ananas, den zu befüllen und würde mir dann ein bisschen Zeit nehmen und ich würde gerne versuchen, mit, ich hab's gleich, einem Objecto Voco die Schriftrolle zu befragen, zu dingeln. Mhm. Ich weiß nicht, ob das funktioniert und du müsstest mir sagen, wie viele Ja-Nein-Fragen ich stellen darf. Und ich ziehe eine Karte. Ja. Oha. Die Schriftrolle sagt mir gar nichts. oder sie ist sehr, sehr aussagefreudig. Nein, also, okay, es reicht also nicht mehr. Vielleicht hören die anderen dann irgendwie, wenn sie auf nach Hildigunde, weil die Hildigunde kommt ja nicht zum Frühstück, weil sie macht ja gerade so ein komisches Ritual. Wenn ihr dann nach ihr schauen wollt, wer ist der Erste, der nach ihr schauen möchte? Ich glaube, das würden wir auslosen. Ja, vielleicht Kendra, weil es vielleicht bei einer Adligen nicht unbedingt schicklich ist, wenn ihr einfach in ihr Zimmer reinplatzt, ne? Okay. Das ist richtig. In der Zwischenzeit klären wir das mit der Rechnung. Die geht nämlich auch auf Hildigunde. Natürlich. Es geht immer alles auf meine Rechnung. Ja. Kendra klopft an die Tür und es kommt irgendwie keine Antwort. Dann machst du die Tür so einen Spalt breit auf und siehst dann so irgendwie diesen Ritualkreis mit der Schriftrolle drin und Hildigunde davor sitzt und so. Und dann auf einmal gibt es so ein lautes Puff und die Schriftrolle explodiert und wirft Hildigunde mal quer durch den Raum und landet quasi im Schreibtisch des Zimmers und der geht dollernd und pochend zu Bruch. Hat Nasenbluten jetzt, obwohl sie nicht mit dem Gesicht in der Wand gelandet ist. Hildigunde? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Ich habe noch Antworten selber gesucht. Sprengen. Das war nicht ich. Aber jemand möchte offensichtlich, dass ich keine Antworten bekomme. Den Tisch werde ich ersetzen müssen. Geht's los? Ich ziehe mal so ein Taschentuch aus meinem Beutel und halte mir vor die Nase. Ja, ja. Hast du heute Nacht geträumt? Ja, warum? Was? Ich war einkaufen. Du warst nur einkaufen? Ich war einkaufen. Auf einem Marktplatz. Relativ voll, viele Menschen. Warum? Nach was fragst du? Was hast du gekauft? Ein paar Lebensmittel, andere Objekte. Hast du auch geträumt, einkaufen zu gehen? Nein, ich habe geträumt, in einem Palast zu sein und einen Fuchs mit goldenem Fell abzustechen. Was macht ein Fuchs in einem Palast? Das ist eine gute Frage, aber Umdor und Bruch haben ähnliche Dinge geträumt. Dass sie Füchse in einem Palast umbringen. Dass sie jemanden Blonden umbringen oder mit einem Dolch in der Hand hinter einem Vorhang auf einem Ballsaal stehen und die Möglichkeit hätten, jemanden umzubringen. Irgendwie hängen unsere Träume zusammen. Und ich habe von niemandem Blonden geträumt, das kann ich dir versichern. Das wäre mir, glaube ich, eingefallen. Naja, der Verkäufer könnte blond gewesen sein, wenn man seine Haare gesehen hätte. Ich habe sie nicht gesehen, also habe ich nicht von einem Blonden geträumt. Nun gut. Ist die Schriftrolle jetzt... Die ist explodiert und hat sich in explodiert. Alles ist gelöst. Haben wir denn den Brief noch? Ist der noch intakt? Dass wir wenigstens irgendwelche Beweise haben? Der ist noch da. Sehr gut. Dann
Möchtest du noch schnell etwas frühstücken, bevor wir aufbrechen? Weil dann solltest du dich beeilen. Ich beeile mich. Ich bekomme sofort runter. Ja, nach dem Frühstück brecht ihr dann auch relativ zügig auf, denke ich mal. Und, ich berichte von dem Tisch. Anscheinend war der wohl irgendwie vorher schon kaputt. Ich habe vorher die Kohlereste entfernt. Würde aber einfach, wahrscheinlich habe ich was zu Schweres draufgestellt, was weiß ich, schieb genügend Geld über den Tisch, damit ich nicht zaubern muss für den Tisch und damit er keine Fragen stellt. Die Dukatenzeichen in den Augen des Wirtes, ja, kein Ding. Ja. Sollte unverschämt werden, findet er mich auf einmal plötzlich unglaublich sympathisch, aber ich glaube nicht, dass er unverschämt wird, wenn ich ihn nur gut genug bezahle. Das ist das Schöne mit dem einfachen Volk. Ja. Ihr brecht auf, macht euch auf den Weg, die Straße entlang und wieder fällt euch nach ein paar Minuten auf, dass ihr auf der falschen Seite aus dem Dorf geritten seid und eigentlich Richtung Norden statt Richtung Süden unterwegs seid. Das heißt, ihr müsst wieder umdrehen. Ich bin wahrscheinlich vorgeritten wieder. Und jetzt passiert etwas, was wirklich wahrscheinlich auch schon seit 20 Jahren nicht mehr vorgefallen ist. Scheiße! Was ist denn los? Guck mal, in welche Richtung wir reiten. Oh, bitte, Himmelsrichtungen sind absolut nicht meine Spezialität. Kleiner Tipp, in die Richtung liegt Gareth und ich zeig nach vorne. Und in die Richtung und ich zeig nach hinten liegt Eslamsgrund. Warum reiten wir nach Gareth? Weil Gareth im Norden liegt. Ja, aber warum? Wir wollen doch nach Eslamsgrund. Ich dachte, du führst uns nach Eslamsgrund. Merkst du jetzt, warum ich gerade geflucht habe? Es hat doch keinen Zweck, das jetzt zu diskutieren. Lasst uns die Pferde wenden und ich würde gerne heute Abend noch ankommen. Ich habe ein Déjà-vu. Hä? Das ist nicht gut. Ich kann kein Liebfeldisch, was? An dieser Stelle waren wir schon einmal. Und zwar genau gestern. Deswegen habe ich geflucht. Na gut, versuchen wir es nochmal. Darf ich einen kleinen Vorschlag machen? Unsere edle Dame scheint ja den Weg besser zu kennen als unser Führer. Dann soll sie doch an die Spitze gehen. Ich kenne den Weg nicht besser als Umdor. Und das habe ich auch nie behauptet. Zuckt einfach nur mit den Schultern. Ist außerdem eigentlich gar nicht so kompliziert. Wir müssen einfach nur dieser Straße in diese Richtung folgen. Und er zeigt wieder nach Norden. Ja. Aber ich dachte, in die Richtung liegt Gareth. Umdor. Die Richtung. Es hat einen Augenblick gedauert, Kendra, aber als du in die Richtung zeigen willst, so... Dein Finger will nicht in die Richtung zeigen. Aber du machst es trotzdem. Ich reite jetzt ganz bewusst und ich überlege noch dreimal vorher, ja? In die richtige Richtung. Also nach Norden. Vielleicht funktioniert es, wenn wir die Pferde rückwärts reiten. Was tut ihr da? Wir reiten nach Elstam. Ihr reitet rückwärts. Ja, wir wissen das. Nein, mit Anstrengung schafft ihr es tatsächlich. Also vielleicht, also so lustig das jetzt klingt, aber ihr werdet noch ein paar Mal so dieses Spielchen haben. Was wahrscheinlich sehr an den Nerven von Umdor zehrt. Wahrscheinlich mehr als an den von euch sonst, weil er das nicht gewohnt ist, den Weg nicht richtig zu kriegen. Und es fällt euch aber wesentlich schwerer, also sobald ihr euch gen Süden wendet, die Straße gen Norden sieht so schön eben aus und die Richtung Süden ist, als ob hier eine Herde Novadis durchgezogen wäre, brandschatzend. Kaputt und
ausgetrampelt und ja, die Pferde scheuen auch immer noch. Der Wind weht euch wieder entgegen, peitscht euch das Wasser des Regens ins Gesicht, unter die Kapuze. Wäre es nicht viel einfacher, mit dem Wind zu reiten Richtung... Ach nee, da müssten wir ja Richtung Norden. Aber Richtung Norden ist doch gar nicht verkehrt. Aber nein, nein, wir wollen ja Richtung Süden. Ja. Ich glaube, ich brauche eine Karte. Ja. Ich würde auch gleich gerne eine ziehen. Einer nach dem anderen. Ich bin ja doch sehr analytisch. Erstmal der Bruch. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Immerhin trägt er eine Glatze. Also. Oh nein! Das Pferd ist überleben. Irgendwer stirbt jetzt. Ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Also, nachdem wir da so ein paar Mal hin und her geritten sind, bleibt Bruch wahrscheinlich einfach, also lässt Bruch das Pferd abrupt stehen und sagt und schreit einmal: Jetzt reicht's! Ich hab keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße hier! Ich geh jetzt da lang, ihr könnt machen, was ihr wollt, es ist mir egal, ich hab keinen Bock mehr, ich geh nach Norden. Tschüss! Keine Diskussion. Dreht sich um und verlässt die Gruppe. Imperavi, halt. Jetzt ziehe ich die Karte für das, ich machen will, halt später. Das ist halt so machen. Sehr schön. Meine Fresse, ey. Jawohl! Oh Mann. Wie sieht denn dieser Imperavi in die Raya gefällige Imperavi aus? Ich habe nicht die einzige Ahnung. Halt! Könnte ein Imperavi aufs Pferd sein. Ja, ich wollte gerade sagen, Pferd. Vielleicht befehle ich auch zum Pferd, aber ich glaube, das funktioniert nicht auf Tiere. Vielleicht so ein bisschen wie Präsenz bei Vampire, so mit so einer ganz lieblichen Stimme. Halt! Ach, wir machen das so, dass es auch auf Tiere geht, wenn es nicht so gut passt. Das passt schon. Ich glaube, ich würde es abändern in Kommt zurück. Bitte. Genau. Bruch kommt zurück. Und vielleicht habe ich mich dann etwas im Ton vergriffen, weil normalerweise bin ich so gar nicht so ein Herzlicher. Aber in dem Moment, ich bin doch so halb in Gedanken und ich merke nur so aus dem Augenwinkel ergehen, dass das so Bruch kommt zurück. Und, ich habe gerade ganz, ganz starke Han Solo und Leia-Vibes. mit so einem nachdenklichen, leicht verklärten Ton, während ich eigentlich an was komplett anderes denke und fast schon ohne nachzudenken einfach nur sage, komm zurück. Komm einfach zurück. würde ich ihn wieder an meine Seite befehlen. Ja. Und dann mal nochmal eine Karte ziehen für das, was ich eigentlich vorhatte. Jetzt kommt wieder der namenlose Wetten. Kann möglich. Na, ist es Sesinde umgekehrt. Verbotenes Wissen und Täuschung, das ist doch perfekt. Okay, weil ich möchte nämlich die Situation, in der wir uns finden, analysieren. Und ich nehme an, dass mir die ganze Situation so ein bisschen wie so ein Gruppenimperavi tatsächlich vorkommt. Weil auf der Schriftrolle stand ja, geh und töte den Kaiser. Und wir wollen alle nach Gareth. Kaiser Hahn ist ein Tyrann. Mhm. Geh und töte diesen Mann. Ja. Was ja theoretisch als Imperavi durchaus möglich ist. Dass man jemanden sagt, ne, geh und mach das. Und ich mach das ja, wie ich gerade bewiesen habe. Mhm. Und wahrscheinlich ist das tatsächlich so der Auslöser, dass ich halt da sitze. Wir haben ein Problem. Dass uns es anscheinend nicht möglich ist, den richtigen Weg zu laufen. Nein, ich fürchte, jemand möchte uns zwingen, dass wir einen Mord begehen. Das machen wir, haben wir ständig, theoretisch.
Ja, nur unsere Zielperson wird höchstwahrscheinlich der Kaiser sein. Du siehst, wie Bruch komplett das Gesicht entgleist. Hast Kann du nicht dein Ernst sein. Das Einzige, was ich tue, ist, die Fakten auf den Tisch zu bringen. Die ganze Situation hier, wenn ich einmal das Beispiel von gerade eben bedienen dürfte, ich habe Bruch an meine Seite zitiert mit einem Komm zurück. Dieser einfache Satz ist eine Handlungsaufforderung, der sich nicht widersetzen konnte. Wenn wir uns daran zurückerinnern, was auf diesem merkwürdigen Lederstück stand, das wir alle gelesen haben. Kaiser Harl ist ein Tyrann, geh und töte diesen Mann, ist das durchaus eine Aufforderung, die man mit magischer Verstärkung jemandem aufzwingen kann. Und ich bin nicht in der Lage, diesen Zauber zu brechen, nur um das direkt in den Raum zu stellen. Dann müssen wir jemanden finden, der das kann. Das ist korrekt. Ich fürchte, oder zumindest wäre es meine Vermutung, dass der Drang immer stärker wird, je näher wir uns Gareth nähern. Er ist ja jetzt schon äußerst penetrant. Aber wir unterliegen definitiv einem Einfluss. Nee, du bitte. Dann müssen wir ein Boot nach Eslams Grund schicken, dass sie uns hier abholen. Wenn wir aus eigener Kraft nicht mehr dorthin gehen, es nicht schaffen, dorthin zu gehen, dann... Umdor ist die ganze Zeit weiter Richtung Eslams Grund geritten, also ungefähr 2 Schritte. und hat immer diesen verbissenen Gesichtsausdruck und sagt jetzt einfach nur, ich werde mir nicht von schlechter Poesie befehlen lassen, wo ich hinzureiten habe. Ich werde nicht wegen einem Scheißreim irgendwen umbringen. Vor allem nicht den Kaiser. Das ist gegen komplett alles, für was ich stehe. Versucht weiter Richtung in die gegengesetzte Richtung zu laufen, so dass es ihm immer schwerer fällt, weiterzureiten. Wie werden wir das los, Hildigunde? Wir brauchen jemanden, der den Zauber bricht. Ich behalte für mich, dass ich nicht glaube, dass das vielleicht noch möglich sein könnte, dadurch, dass die Schriftrolle sich selbst zerstört hat. Wie finden wir so jemanden? Wir bräuchten einen mächtigen Antimagier oder mehrere Antimagier mittleren Rangs. Leider kommen wir auf dem Weg nach Gareth nicht an einer solchen Akademie vorbei. Wir könnten es aber vielleicht in einem Tempel versuchen, sofern wir an einem vorbeikommen und um göttlichen Beistand beten. Ab in die goldene Stadt in Gareth. Hauptsitz der Preioskirche. Also, wenn wir den vortragen, wir glauben, dass wir einem Beherrschungszauber unterliegen, der will, dass wir Kaiser haben, dann werden die sich uns definitiv sehr genau angucken. Und wir haben zufällig eine Beherrschungsmagierin dabei. Brenne, Hildigunde, brenne! It was not me! It was not me! Hildigunde fällt auf jeden Fall jetzt ein, weil sie sich ja als Magierin am ehesten mit der Historie auskennt. Mhm. Gaius Cordovan Eslam Galotta. Ja, den kenne ich. War Beherrschungsmagier. Hat gelernt an der Akademie zur Herrschaft in Elenvina. Was? Ja. Diese Information hilft uns in der aktuellen Situation nicht weiter, weswegen auch ich sie noch ein bisschen unter Verschluss halten werde, aber ich behalte sie im Hinterkopf. Vor allem, weil wir immer noch den Brief von GG
im Gepäck haben. Ich würde mich an Umdur wenden. Du kannst anhalten, ich glaube, das bringt nichts. Wir müssen überlegen, wie wir auf dem Weg nach vorne einen Weg hier rausfinden. Du kennst die Strecke nach Gareth. Ja. Gibt es einen größeren Tempel, an dem wir vorbeikommen könnten, oder ein Handelshaus mit schnellen Reitern oder möglicherweise beides? Ich würde auch kleinere Tempel nehmen, auch wenn dort die Hilfe wahrscheinlich nicht zu finden ist, die wir suchen. Naja, also in Grambusch, das liegt ungefähr auf der Hälfte, gibt es sicherlich eine Niederlassung der blauen Pfeile. Schreine gibt es auch überall, weil wirklich richtige Tempel in der Gegend gibt es wahrscheinlich eher. Ja, in Gareth gibt es auf jeden Fall alle möglichen Göttertempel. Wir müssen nämlich schnellstmöglich mit einem unserer Vorgesetzten Kontakt aufnehmen. Sie müssen über die Situation informiert werden, damit man uns im Zweifelsfall aus der Gleichung nehmen kann. Denke ich. Allerdings möchte ich nicht unnötig die Pferde scheu machen. Was passiert theoretisch, wenn wir einfach an Ort und Stelle bleiben? Ich vermute, der Drang wird übermächtig werden und wir werden uns trotzdem bewegen. Scheiße. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das etwas ist, was für wem etwas ist, dem wir uns auf Dauer widersetzen können. Deswegen ich die Zeit, die wir jetzt noch haben, um möglichst freie Entscheidungen zu treffen, gerne nutzen möchte. Ich weiß nämlich nicht, ob wir überhaupt noch davon berichten können, außer in unserem Kreis. Ich weiß nicht, ob wir schreiben können, ich weiß nicht, ob wir jemandem davon erzählen können. Weswegen wir versuchen müssen, in unserem begrenzten Raum jetzt vorauszudenken. Und was Hildegunde auch noch in den Kopf kommt, was passiert, also wenn ihr irgendwem davon berichtet, die euch festsetzen, ihr diesen Drang nicht nachgehen könnt. Meistens haben solche Zauber halt auch Konsequenzen, wenn man das nicht macht, was man einem auferlegt wurde. Ich gehe stark davon aus, dass je länger wir uns diesem Drang widersetzen, es umso schmerzhafter für jeden Beteiligten von uns wird. Was vielleicht ein Grund ist, warum... Nun ja, Baron unsere Zielperson ermordet hat. Es könnte sein, dass sie es ihm irgendwie mitgeteilt hat und er wollte dem Schlimmsten entgehen, hat sich aber gegen den Falschen gewandt. Du meinst, dass die Gute mitnichten auf der Seite von Galotta war? Nun, dass sie eine seiner Verbündeten war, steht doch außer Fragen. Warum? Grübel einfach nur weiter vor sich hin. Das ist alles zu hoch für Bruch. Das ist viel zu viel logisches Denken. Wenn ihr von die nackte Kanone noch den Satz habt, welcher Attentäter ist der beste Attentäter, der nicht weiß, dass er ein Attentäter ist. Nachdem Hildegunde das übrigens gesagt hat, hole ich mal ein Notizbuch raus und versuche aufzuschreiben, dass wir verflucht sind und dieser Fluch und wir aufgehalten werden müssen. So. Ja, kannst du aufschreiben. Und dann schreibe ich auch noch drunter, wir sollen den Kaiser töten. Mhm. Und ich schreibe noch drunter, wollen wir aber nicht. Gut, dass du das noch dazugefügt hast. Wer weiß, wer das mal in die Hände kriegt, das Schriftstück. Sollte ich hier sterben, will ich der Nachwelt wenigstens meinen Willen kundtun. Ich im freien Besitz meiner geistigen... Ich! Ja, ich würde mal drüber gucken auf das, was er geschrieben hat. Steht das wirklich da? Oder hat er gerade ein Strichmännchen gemalt? Er konnte es aufschreiben. Ich habe schon befürchtet, ich würde schlechte Poesie auf dieses Buch schreiben. Du gibst den Fluch weiter, da steht jetzt Kaiser alles halt dran. Es ist ein Kettenbrieffluch. Möglich, möglich, dass es durchaus gelöst wird. Wer weiß, was der Fluch alles macht.
Ist denn irgendwer bei uns in der Nähe? Momentan seid ihr auf einer menschenleeren Straße unterwegs. Vielleicht am Horizont kommt jetzt gerade irgendwie so ein Fuhrwerk euch entgegen oder so. Was haltet ihr davon, wenn wir erstmal... Okay, Bruch hat das erste Mal, glaube ich, in seinem Leben einen logischen Einfall. Das, ist ja auch nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Also, wir reiten jetzt Vollspeed nach Gareth und dann... Also, wir reiten jetzt Richtung Gareth. Und als erstes, was wir versuchen, den ersten Menschen, den wir sehen, erzählen wir, oder versucht jemand von uns zu erzählen, was wir vorhaben. Und sollte er diese Person es schaffen, erklären die anderen ihn für verrückt. Dann wissen wir wenigstens, wie weit wir noch wie weit wir noch von dem Fluch befreit sind. Versteht ihr, was ich meine? Einem dahergelaufenen Bauern erzählen, was hier los ist? Naja, wenn wir irgendwen als verrückt darstellen. Glaubst du, das kommt wirklich gut, wenn wir einem Bauern erzählen, dass wir verflucht sind? Nein, das meine ich doch gar nicht. Wenn es die entsprechende Person schaffen sollte, dann wird er von den anderen für verrückt erklärt. Und als geistig zurückgeblieben. Wir lassen die Leiche von Turika hier und geben ihr den Zettel mit, den Umdor geschrieben hat. Warum lassen wir ihre Leiche hier? Auf ihr liegt der Zauber nicht. Auf der Leiche von Beren aber schon. Er hat genauso wie wir die Schriftrolle gelesen und auf ihm liegt genauso wie auf uns der Zauber. Wenn wir seine Leiche hier lassen, gehen wir das Risiko ein, dass der Zauber sich weiter auf andere Leute überträgt. Wenn jemand eine Leiche auf einem Pferd findet, wird das die Runde machen und Informationen werden weiterkommen. Wenn die Leiche untersucht wird und man den Zettel findet, werden die Informationen nach Gareth weitergeleitet. An uns liegt es dann so lange, die Reise zu verzögern, bis uns noch etwas anderes einfällt. Aber so können wir zumindest dafür sorgen, dass die Informationen schon mal auf die Reise geschickt werden, ohne dass sie in unseren Händen liegen. Ein Versuch ist es wert. Besser, wir lassen Sie hier wie unseren Hauptmann. Aber wo genau willst du sie lassen? Einfach in den Stall legen oder? Wir lassen das Pferd genau hier auf der Straße stehen. Dort hinten kommt ein Fuhrwerk. Das heißt, wir müssen jetzt schnell handeln. Um auch nochmal Klarheit über den Zauber auch nochmal reinzubringen. Ihr werdet der Zauber sagt euch ja, hat euch einen Auftrag gegeben. Das, was ihr jetzt macht, ist quasi etwas, das gegen den Auftrag, also sprich, ihr versucht, euren eigenen Auftrag zu verhindern. Das heißt, den Auftrag zu sabotieren. Ja, also noch habt ihr das ja nicht gemacht, aber es könnte Konsequenzen geben aufgrund des Fluchs. Das ist richtig, aber wir wissen es nicht, bis wir es ausprobieren. Also, was machen wir jetzt? Wie gesagt, wir lassen das Pferd hier mit der Leiche. Streiten nach Gareth und töten Hall. Nein, was verdammt! Der Fluch scheint schon ein bisschen fortgeschritten. Ja, wie gesagt, ich würde den Zettel, würde Umdo sagen, er soll der Leiche den Zettel zustecken. Und Kendra ihren Umhang wieder zurückgeben, dass man halt. Umdor hat ihn gerade zerknüttelt, den Zettel. Was? Zu ihm sagt, tu den Zettel zu der Leiche. Ja, ja. Ja, so weit wollte ich jetzt nicht im Vor, aber erstmal zerknüttelt. Okay. Umdor? Ja. Gib mir den Zettel. Ich möchte gerne eine Karte ziehen. Ob du ihn doch noch isst. Ballaststoffe. Nö, ich esse den. Oh.
Fehlverhalten, eindeutig. Ligunde, ich glaube, dein Plan war gut, aber ich befürchte, das funktioniert nicht. Warum tue ich das gerade? Du scheinst doch Hunger zu haben. Eine Sache kann ich noch versuchen. Ich würde einen ähnlichen Zettel schreiben in einem meiner Notizbücher. Ich würde sagen, ich würde die Situation einfach niederschreiben, dass 4 Attentäter auf dem Weg sind, Kaiser Hall zu ermorden. Und ich kenne doch bestimmt irgendwen bei der KGIA, den man informieren sollte. Richtig? Okay. Wir haben doch einen Vorgesetzten, der deren Vorgesetzten war. Ja. Den kennt ihr ja. Ich nehme an, es gibt auch irgendeine Art von Codierungssystem bei der KGIA. Weil es ist ein Geheim. Gut, dann schreibe ich den Brief nämlich genau in diesem Codierungssystem an besagte Person und würde als unkodiert aufschreiben, dass es die entfernte Nichte von XY muss da abgegeben werden, dringend, dringend, eilig, bla bla bla. Würde, wie gesagt, unsere Situation kodiert aufschreiben. Und dann würde ich versuchen, keine Ahnung, ob das hilft, einen Psychostabilis auf mich zu wirken, um der Leiche den Zettel zustecken zu können, um danach die Konsequenzen zu tragen, aber um das ausführen zu können und damit wir uns danach auf den Weg machen können, damit die halt gefunden wird auf dem Pferd. Okay. Aha. Ich habe schon wieder Raya. Ich erkenne da ein Muster. Nur Wein hilft uns aus dieser Situation. Keine Ahnung. Sie mit Leidenschaft sprechen, den Psychostabilis. Ja, ich vermute tatsächlich, dass Hildigunde ist ja Mittelreicherin durch und durch, bedeutet, sie steht auch hinter dem Kaiser durch und durch, und allein der ketzerische Gedanke, dass sie jetzt nach Gareth reitet, um ihn umzubringen, löst bei ihr durchaus sowas wie eine leidenschaftliche Wut aus, auch wenn man die bei ihr nicht wirklich sieht, außer vielleicht in dem Moment, wo sie dem Psychostabilis wirkt, weil sie dort dann tatsächlich das erste Mal auf ihre innere Kraft zurückgreift. Und sie hat so die Zornesfalte im Gesicht und vielleicht auch so diese signifikante pochende Ader. Während sie halt mit stoischem Blick versucht, immer noch der Leiche diesen Zettel zuzustecken. Und dann dem Pferd einen auf den Arsch zu geben, damit es sich möglichst schnell von der Gruppe entfernt, damit wir nicht mehr an den Zettel kommen. Mhm. Ja, bei dem, nachdem du die, also es funktioniert alles so, du kannst dem Pferd einen Klaps geben, das Pferd reitet weg. Danach sinkt Hildigunde vor den Augen von euch auf den Boden, auf die Knie. Und ihr seht nicht nur diese Zornesader pochen, sondern ihr seht, dass die sich schwarz verfärbt und irgendwie sich so diese, fängt an, richtig Migräneanfälle zu bekommen. Mhm. Und sich dieses Schwarz halt so runterzieht bis in den Hals. Und die richtig stark hervortritt, diese Ader. Und dir unglaublichen Schmerz zufügt. Dann übergebe ich mich als nächstes an den Staub der Straße. Weil, ja. Und man hört äußerst unterdrückte Schmerzenslaute von ihr. Und sie bewegt sich halt nicht, außer sich halt zu übergeben. Und ja. Der hört auch nicht auf, der Schmerz. Ja. Du fängst dann irgendwann an zu krampfen. Schaum tritt vor den Mund. Was machen die anderen? Ich bräuchte eine Karte. Sie ist besessen! Das war's für Fedas Charakter. Gib's mir! Ich habe kein Problem mit einem neuen Charakter. Du hast meinen Segen, tu's.
Hey, ich meine, sie rettet uns immer in den Arsch. Also kannst du sie auch sterben lassen. Das ist jetzt wie die 10 kleinen Jägermeister. In jeder Folge gibt es einen weniger. Immerhin bleibt dann unser Abenteuer in One-Shot, ja? Oh, Heilige. Tatsächlich, das Problem ist, mir fällt wirklich nur das ein. Haltet mich auf. Naja, Beistand. Das ist das großartig. Schreibenmonig, ey. Oh. Okay. Ja, Beistand kann ich noch benutzen. Ich habe hier schon einen Kill-Counter. Ich möchte den nicht auf 2 wachsen lassen. Du sollst ja auch den Kaiser töten, nicht Hildigunde. Also ich glaube, ich werde, nachdem ja die gute Hildigunde davor ja die gute Reiherkarte gezogen hat und ja eine sehr sanfte Stimme plötzlich mal angeschlagen hat, wird Bruch eher schlecht als recht. Also so grob wie er halt ist, sie versuchen zu packen und so eine Art sehr, sehr unbeholfene Umarmung und irgendwie wird alles gut, patscher, patscher, patscher. Gar keine Ahnung zu haben, was er eigentlich tun soll. Aber komplett überfordert mit der ganzen Situation. Bruch. Die blutunterlaufenden Augen mittlerweile von ja. Sam. Ich habe das Gefühl, der Fluch wirkt bei dir anders als bei mir. Schau verwirrt nach oben, aber hör nicht auf den Kopf zu hauen. Ich gucke sehr erwartungsvoll jetzt Kendra an. Bitte mach irgendwas Sinnvolles, was dich nicht umbringt. Vielleicht Hildigunde rettet. Bitte. Zieh mir eine Karte. Ja. Bitte. Gott. Ach, ich liebe dieses System. Peter, ich glaube, die Karten wollen, dass Hildigunde stirbt. Ja, die wollen definitiv, dass ich sterbe. Das ist in Ordnung. Ich bin total fein damit. Ein kurzes Vergnügen, aber es ist ein Vergnügen. Jetzt gleich musst du noch den 13. ziehen, dann haben wir das. Ich weiß nicht. Dieses Schwarze da, ich möchte sie ehrlich gesagt nicht anfassen. Nicht, dass das auch noch auf mich überkriecht. Flüche. Das ist irgendwas Magisches. Damit kenne ich mich nicht aus. Ich glaube, Bruch hat es auch schon erwischt. Schau doch, wie er sich... Nachher erwischt uns das auch, wenn wir sie anfassen. Albernia. Ich möchte auch eine Karte ziehen. Bitte? Kann nur schlimmer werden. Wenn jetzt Core kommt, ne? Ah, komm. Sorry, erstens ist es meine Karte, zweitens, es schreit jetzt einfach nach Notschlachten. Also. Ja. Ich spanne meinen Bogen. Ich krampfe auf der Straße. Man sieht, wie die Augen so hektisch hin und her schnellen, ohne wirklich was zu fokussieren, weil ich einfach nichts mehr fokussieren kann. Das ist gerade, also es ist einfach nur noch Schmerz. Kann ich noch eine Karte ziehen? Weil ich gerade noch so tappe. Ich würde einfach auch mal behaupten, dass mittlerweile so anfangen, so kleine Blutäderchen zu platzen und ich einfach anfange, Blut zu heulen. Das wird nicht besser, Freunde. Das wird nicht besser. Das mit dem Mord schreckt mich gerade sehr heftig ab von dieser Karte. Okay, das ist jetzt mein letzter Versuch. Hat Hildigunde noch ihren Rock an?
Ja, meine ganzen Sachen an. Ich bin vollständig bekleidet. Ich würde versuchen, mit einem kleinen Dolch, den ich immer dabei habe, einen Streifen davon weg, davon abzuschneiden und dir die Hände zu fesseln. Okay. Soll dir gelingen. Ja, es ist ein bisschen kompliziert, weil sie krampft ja ohne Ende, aber ja. Also in der Hoffnung, dass man, wenn ich sie jetzt weiter nach Norden schleife, also Richtung Gareth, dass das aufhört. Also, Hildegunde kann sich ja gerade nicht äußern, die ist ja die intelligenteste von euch, aber wahrscheinlich hängt es nicht mit dem Norden zusammen, dass sie so krampft. Wenn ich was sagen könnte, würde ich schreien, das Pferd! Ja, ja, klar. Ein Königreich für ein Pferd! Ja, aber kann ich nicht. Während ich den Bogen spanne, fange ich schon mal an, in Richtung Süden zu reiten, um das Pferd aufzuhalten. Ich dachte, jetzt kommt der Schuss und das Pferd ist tot. Ja, klar, aber ich muss ja den Bogen spannen und ich kann ja nicht, das dauert ja ein bisschen und bis dahin wird das Pferd schon einiges weg sein, deswegen muss ich hinter dem Pferd herreiten. Alles klar. Ja, also wenn, sobald Umdor das, was hier die Gunde getan hat, quasi rückgängig macht, dadurch seine Aktion, hört das Krampfen auf. Und die Äderchen bleiben noch da, aber schwellen auf jeden Fall ab. Ist halt irgendwie, ja, es ist jetzt einen fetten Bluterguss auch auf der Wange wahrscheinlich oder sowas. Ich glaube, ich kriege das ehrlich gesagt nicht mit. Ich glaube, wenn der Schmerz dann plötzlich weg ist, dann bin ich auch erstmal weg und dann liege ich halt auch erstmal da wie tot da, weil das war gerade schon ziemlich heftig. Ich gucke die anderen beiden an. Noch so eine Aktion und ich lasse euch im Graben liegen. Es war das erste und einzige Mal, dass ich ein Pferd umgebracht habe, um euch zu retten. Und dann packe ich sehr unsanft unsere Adlige auf das Pferd. Also wirklich, mir steht die Wut im Gesicht, ja. Ich habe so keinen Bock auf irgendwas hier. Das ist... Ich habe das Gefühl, ich war noch nie in meinem Leben so wütend. Und... Auf den Kaiser. Und ich setze mich einfach Richtung Gareth in Bewegung. Ja. Na dann, Waldmannsheil. Steigt aufs Pferd und reitet Umdor hinterher. Ja, so ziehen unsere HeldInnen Richtung Norden, Richtung Gareth, Richtung Kaiserpalast, wohl wissend, dass sie einen Auftrag haben, den sie nicht erfüllen wollen, aber wahrscheinlich nicht anders können. Und wie die ganze Geschichte weitergeht, werden wir dann an einem nächsten Termin feststellen müssen. Für heute ist unsere Spielzeit abgelaufen. Und vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr mitgespielt habt. Wir schauen mal, wenn wir Abenteurer, nicht Helden. Nee, es sind Helden, es ist DSA. wir schauen mal, wann wir einen Termin finden, wann es weitergehen kann. Mir macht es mit den Karten immer sehr viel Spaß. Auch wenn es immer zum Eskalieren anregt, aber ja. Ich finde, ja, aber gerade die Szene war dadurch sehr spannend. Prädestiniert. Ja, die Szene war sehr, sehr spannend. Also von daher. Ja, genau. Ich bin mal gespannt, wie die HeldInnen da aus der Misere wieder rauskommen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Wenn ihr es später auf YouTube schaut, könnt ihr auch einen Daumen hinterlassen oder einen nett gemeinten Kommentar. Gerne auch konstruktiv, kritisch. Wenn ihr irgendwie sonst wissen wollt, wie es weitergeht, ihr verfolgt am besten die Koala-Homepage, die Koali-Helfer macht die ganze Zeit schon Werbung dafür. Da werdet ihr auf jeden Fall informiert, wann es weitergeht oder auf dem Nordpol oder auf Twitter, wenn ihr mir da folgt. Also ihr kriegt es auf jeden Fall hoffentlich mit, dass wir
weiterspielen. Wir versuchen das relativ fix irgendwie halt durchzukriegen, weil, ja, damit wir nicht so viele Termine suchen müssen. Mal schauen, wann wir das hinkriegen. In 2 Wochen ist an dieser Stelle aber wieder Phileason, wenn nichts anderes dazwischen kommt. Aber es wird auch hier weitergehen und wir schauen dann mal. Im Discord auch, genau, Molokan, ja, stimmt, garantiert. Auf dem Koala-Baum-Discord kriegt man das definitiv mit. Gut, ja, wenn ihr zwischendrin keine Ahnung habt, was ihr machen sollt, empfehle ich euch den Kanal von Feder. Da könnt ihr gucken und anderes Rollenspieltechnisches entdecken, nämlich was? Hauptsächlich Wechselbalg, aber irgendwo in den Annalen liegt auch noch eine My Little Pony-Runde, wenn ihr die sehen wollt. Die ist aber schon lange fertig. Ansonsten habe ich da diverse One-Shots. Ja, ansonsten, wie gesagt, Wechselbalg, 4. März. Und sobald meine Prüfungsphase vorbei ist, werde ich mich an ein neues Projekt setzen, was tatsächlich keine Spielrunde ist, sondern was anderes. Und ich will gucken, dass ich das umgesetzt bekomme. Und mehr verrate ich dazu noch nicht, weil es ist noch nicht geplant. Man soll ja auch nicht Dinge ankündigen, die dann nicht stattfinden. Das ist richtig. Aber ich hatte, also die Idee ist nicht von mir, die wurde mir vorgeschlagen und ich finde sie gut. Und ich möchte versuchen, das umzusetzen. Dementsprechend gucken wir mal. Alles klar. Oder ihr schaut auf dem Kanal vom Pölle vorbei. Wenn ihr nämlich nicht wusstet, wer Thordek Hammerhand ist, der Galotta getötet hat, dann müsst ihr das da unbedingt erfahren. Genau. Das ist nämlich der Charakter von Rerion in der 7 gezeichneten Runde auf meinem Kanal. Der sich offensichtlich mit falschen Federn schmückt. Hier, jetzt gelernt ab. Wir haben es ja offensichtlich auch keinem verraten bislang. Ich glaube aber, als er darauf direkt drauf angesprochen wurde, er hat es weder dementiert noch bestätigt, dass er das tatsächlich war. Also. Ja, eventuell sind das auch Federn, mit denen er sich nicht schmückt, sondern andere. Naja, genau. Das ist auf jeden Fall eine Runde, die auf meinem Kanal läuft in Mittwoch in einer Woche. Ist planmäßig die nächste Runde. Allerdings die nächste Session, die stattfindet, ist jetzt am Donnerstag der Sprawl Cyberpunk Mega Action. Leider in etwas reduzierter Besetzung, weil Reg Jackson aus irgendeinem Grunde ausgerechnet donnerstags abends jetzt keine Zeit mehr hat und wir die Runde schon jetzt auf jetzt Donnerstag verschieben mussten, leider. Jetzt haben wir uns entschieden, wir machen es dann in reduzierter Runde weiter und sein Charakter stirbt oder so, ich weiß noch nicht. Aber Cyberpunk kann man ja, keine Ahnung, geht in die Matrix oder so. Ja, oder wird dann nachher voll automatisch. Steckt sich wieder irgendeinen Chip rein oder so. Ja, also. Er soll Kalifeuer bitte seinen Arm spenden, okay? Er hängt ja noch dran, er hängt ja noch dran. Also wenn euch das jetzt alles nicht sagt, dann müsst ihr dringend den Sprawl nachschauen beim Pölle. Hier der Steelhammer sagt doch schon, da bin ich bei der letzten Folge, muss auf Nachschub warten. Kannst du einfach Sprawl gucken, Steelhammer. Hm? Ja. Oh ja, bitte. Also, wir haben sehr viel Spaß. Feramin kann das bestätigen. So, und jetzt muss ich sagen, dass ich schlecht vorbereitet bin. Also, Kanalwerbung kann ich für Feramin nicht machen. Allerdings könnt ihr Feramin auf Twitter folgen, damit ihr wisst, wann immer sie irgendwo mitspielt. Und sämtlichen anderen Nerd-Kram, den die Gute teilt. Das ist sehr viel. Da kann ich nur empfehlen, ihr einen Follow dazulassen. Wann spielst du das nächste Mal irgendwo? Beim Sprawlen dann, ne? Nee, das nächste Mal tatsächlich am Mittwoch, zusammen mit der Feder, wo wir in der Simjala-Kampagne bei Rerion tiefgründige Gespräche, wobei Feders Charakter ist gerade weggegangen, aber da haben wir ein bisschen angefangen, über Schicksal zu diskutieren und warum sollen wir eigentlich Helden sein und warum schickt uns jeder von A nach B und da ja, hier ist es viel einfacher, hier wirst du gezwungen. Das ist das Railroad-Abenteuer schlechthin. Ich glaube, wir haben Rerion beim letzten Mal auch sehr in Schwitzen gebracht. Ja, und wir haben jetzt schon ein bisschen uns weiter unterhalten und Gedanken gemacht, weil mir jetzt hier natürlich nicht hier so diesem Jahr da, nee, leck uns im Arsch, wir gehen jetzt, wir haben keinen Bock mehr. Aber ich denke mal, unsere Charaktere werden sich daraus weiterentwickeln und wachsen. Und ja, wieso sollten Helden immer nur so von, wenn man sagt, hier mach mal und dann laufen sie immer, das mal anzuzweifeln. Ja, Zweifel also ohne Bitte und Danke. Ja. Mhm. Ja, ihr könnt das dann irgendwo Mittwoch könnt ihr das auf dem Kanal vom Rerion sehen. Wenn ihr den nicht findet und nicht wisst, wo ihr da gucken müsst, dann folgt der Feramin auf Twitter.
die wird die Links rechtzeitig weitergeben. Und dann könnt ihr den Rerion spätestens dann finden, wenn ihr es durch die Google-Suche nicht schafft. So, und jetzt kommt die schlechte Vorbereitung meinerseits. Ich habe keinen Kürzel für den Ossi gemacht. Das muss ich für das nächste Mal noch ändern. Denn der Ossi hat auch einen Kanal. Ich weiß gar nicht, ob du einen YouTube-Kanal hast, aber zumindest hast du einen Twitch-Kanal. YouTube-Kanal habe ich auch, aber momentan alles sehr, sehr, sehr sporadisch. Also ich habe mir eigentlich vorgenommen, morgen nochmal Witcher zu streamen. Aber ich dachte, ich momentan in den Endzügen meiner Ausbildung bin und die Abschlussprüfung immer weiter ankommt, habe ich momentan ein bisschen Zeitmanagement-Probleme. Ja. Also das ist immer sehr, sehr, sehr random. Wir können zum Beispiel, wenn Ozzy Witcher spielt, kann ich ja nur empfehlen, weil der das mit Lernen verknüpft. Jedes Mal, wenn er stirbt, muss er Karten schreiben und genau. Ja. Er braucht dringend Zuschauer, die ihn dann doch darauf hinweisen, dass er das auch macht. Bei, nicht nur, wenn ich sterbe, immer wenn ich die Tränke refille. Das kommt genau, ja, das ist, Beim Sterben sind es zwei Karten. Genau, sterben zwei Karten, Tränke auffüllen, eine Karte. Ja, also eine Empfehlung, was ist Kanal auf YouTuber, der Pölle, das ist hier ein bisschen schlecht mit dem. Ja. Aber gut, ihr findet den Ossi auf jeden Fall, ich verlinke den dann noch über dem YouTube-Video unten drunter, alle eure ganzen Kanäle und dann findet ihr den spätestens da. Ossi findet man auf Twitch auf jeden Fall, mit dem ihr Ossi eingebt, aber die O wie eine Null schreibt, dann findet ihr den. Richtig. Das O wie eine Null ist übrigens nur für die guten Twitcher. So. gut, und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder in dieser Runde. Ansonsten das nächste Mal in anderer Zusammensetzung. Habt ihr da draußen noch eine schöne Nacht. Ja, ich schau mal, ob ich euch irgendwohin weiterleiten kann. Dafür müsste ich aber jetzt erstmal, ich habe ja jetzt gelernt von der Mondi, ich sollte mir erst angucken, ob die Streams, wo ich euch hinschicke, nicht gerade aufhören. Dafür müsste ich aber jetzt erstmal, und ich sollte das muten. Wo sind wir denn hier? Shadowrun. Shadowrun scheint aber. Moment. Aus irgendwelchen Gründen hat er viele Spenden erhalten, das lief doch. Ich spiele noch. Dann schicke ich euch zum guten Trollstrolch. Der spielt Shadowrun 5. Da könnt ihr dann auch mal Hallo sagen. Der hat auch bis jetzt einen Zuschauer. Also bitte, das geht besser. Cyberpunk fördern. Genau, Cyberpunk muss gefördert werden. So, einmal bitte rüber und Hallo und schöne Grüße ausrichten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.